Morgenröte. Gedanken über die moralischen Vorurteile. Vorrede. Erstens. In diesem Buche findet man einen Unterirdischen an der Arbeit, einen Bohrenden, Grabenden, Untergrabenden. Man sieht ihn, vorausgesetzt, dass man Augen für solche Arbeit der Tiefe hat, wie er langsam, besonnen, mit sanfter Unerbittlichkeit vorwärts kommt, ohne dass die Not sich allzu sehr verriete, welche jede lange Entbehrung von Licht und Luft mit sich bringt. Man könnte ihn selbst bei seiner dunklen Arbeit zufrieden nennen. Scheint es nicht, dass irgendein Glaube ihn führt, ein Trost entschädigt? Dass er vielleicht seine eigene lange Finsternis haben will, sein Unverständliches, Verborgenes, Rätselhaftes, weil er weiß, was er auch haben wird, seinen eigenen Morgen, seine eigene Erlösung, seine eigene Morgenröte. Gewiss, er wird zurückkehren. Fragt ihn nicht, was er da unten will. Er wird es euch selbst schon sagen, dieser scheinbare Trophonius und Unterirdische, wenn er einst wieder Mensch geworden ist. Man verlernt gründlich das Schweigen, wenn man so lange wie er Maulwurf war, allein war. Zweitens. In der Tat, meine geduldigen Freunde, ich will es euch sagen, was ich da unten wollte, hier in dieser späten Vorrede, welche leicht hätte ein Nachruf, eine Leichenrede werden können. Denn ich bin zurückgekommen und ich bin davongekommen. Glaubt ja nicht, dass ich euch zu dem gleichen Wagnisse auffordern werde oder auch nur zur gleichen Einsamkeit. Denn wer auf solchen eigenen Wegen geht, begegnet niemandem. Das bringen die eigenen Wege mit sich. Niemand kommt, ihm dabei zu helfen, mit allem, was ihm von Gefahr, Zufall, Bosheit und schlechtem Wetter zustößt, muss er allein fertig werden. Er hat eben seinen Weg für sich und, wie billig, seine Bitterkeit, seinen gelegentlichen Verdruss an diesem für sich. Wozu es zum Beispiel gehört zu wissen, dass selbst seine Freunde nicht erraten können, wo er ist, wohin er geht. Dass sie sich bisweilen fragen werden, wie geht er überhaupt? Hat er noch einen Weg? Damals unternahm ich etwas, das nicht jedermanns Sache sein dürfte. Ich stieg in die Tiefe. Ich bohrte in den Grund. Ich begann ein altes Vertrauen zu untersuchen und anzugraben, auf dem wir Philosophen seit ein paar Jahrtausenden wie auf dem sichersten Grunde zu bauen pflegten. Immer wieder, obwohl jedes Gebäude bisher einstürzte. Ich begann, unser Vertrauen zur Moral zu untergraben. Aber ihr versteht mich nicht. Drittens. Es ist bisher am schlechtesten über Gut und Böse nachgedacht worden. Es war dies immer eine zu gefährliche Sache. Das Gewissen, der gute Ruf, die Hölle, unter Umständen selbst die Polizei erlaubten und erlauben keine Unbefangenheit. In Gegenwart der Moral soll eben, wie angesichts jeder Autorität, nicht gedacht, noch weniger geredet werden. Hier wird gehorcht. Solange die Welt steht, war noch keine Autorität willens, sich zum Gegenstand der Kritik nehmen zu lassen und sogar die Moral kritisieren, die Moral als Problem, als problematisch nehmen.
Wie war das nicht? Ist das nicht unmoralisch? Aber die Moral gebietet nicht nur über jede Art von Schreckmitteln, um sich kritische Hände und Folterwerkzeuge vom Leib zu halten. Ihre Sicherheit liegt noch mehr in einer gewissen Kunst der Bezauberung, auf die sie sich versteht. Sie weiß zu begeistern. Es gelingt ihr, oft mit einem einzigen Blicke den kritischen Willen zu lähmen, sogar zu sich hinüberzulocken. Ja, es gibt Fälle, wo sie ihn gegen sich selbst zu kehren weiß, sodass er sich dann gleich dem Skorpione den Stachel in den eigenen Leib sticht. Die Moral versteht sich eben von Alters her auf jede Teufelei von Überredungskunst. Es gibt keinen Redner, auch heute noch, der sie nicht um ihre Hilfe anginge. Man höre zum Beispiel selbst unsere Anarchisten reden. Wie moralisch reden sie, um zu überreden? Zuletzt heißen sie sich selbst gar noch die Guten und Gerechten. Die Moral hat sich eben von jeher so lange auf Erden geredet und überredet worden ist, als die größte Meisterin der Verführung bewiesen und, was uns Philosophen angeht, als die eigentliche Zirke der Philosophen. Woran liegt es doch, dass von Plato ab alle philosophischen Baumeister in Europa umsonst gebaut haben? Dass alles einzufallen droht oder schon in Schutt liegt, was sie selber ehrlich und ernsthaft für Ehre perennius hielten. Oh, wie falsch ist die Antwort, welche man jetzt noch auf diese Frage bereithält, weil von ihnen allen die Voraussetzung versäumt war, die Prüfung des Fundamentes, eine Kritik der gesamten Vernunft. Jene verhängnisvolle Antwort Kants, der damit uns moderne Philosophen wahrhaftig nicht auf einen festen und weniger trüglichen Boden gelockt hat. Und nachträglich gefragt, war es nicht etwas sonderbar, zu verlangen, dass ein Werkzeug seine eigene Trefflichkeit und Tauglichkeit kritisieren sollte? Dass der Intellekt selbst seinen Wert, seine Kraft, seine Grenzen anerkennen sollte? War es nicht sogar ein wenig widersinnig? Die richtige Antwort wäre vielmehr gewesen, dass alle Philosophen unter der Verführung der Moral gebaut haben, auch Kant, dass ihre Absicht scheinbar auf Gewissheit, auf Wahrheit, eigentlich aber auf majestätische sittliche Gebäude ausging. Um uns noch einmal der unschuldigen Sprache Kants zu bedienen, der es als seine eigene, nicht so glänzende, aber doch auch nicht verdienstlose Aufgabe und Arbeit bezeichnet, den Boden zu jenen majestätischen sittlichen Gebäuden eben und baufest zu machen. Kritik der reinen Vernunft 2, Seite 257. Ach, es ist ihm damit nichts gelungen. Im Gegenteil, wie man heute sagen muss. Kant war mit einer solchen schwärmerischen Absicht eben der rechte Sohn seines Jahrhunderts, das mehr als jedes andere das Jahrhundert der Schwärmerei genannt werden darf, wie er es glücklicherweise auch in Bezug auf dessen wertvollere Seiten geblieben ist. Zum Beispiel mit jenem guten Stück Sensualismus, den er in seine Erkenntnistheorie hinübernahm. Auch ihn hatte die Moraltarantel Rousseau gebissen. Auch ihm lag der Gedanke des moralischen Fanatismus auf dem Grunde der Seele, als dessen Vollstrecker sich ein anderer Jünger Rousseaus fühlte und bekannte, nämlich Robespierre. Défendeur sur de la terre l'empire de la sagesse de la justice et de la vertu. Rede vom 7. Juni 1794. Andererseits konnte man es mit einem solchen Franzosenfanatismus im Herzen
nicht unfranzösischer, nicht tiefer, gründlicher, deutscher treiben, wenn das Wort Deutsch in diesem Sinne heute noch erlaubt ist, als es Kant getrieben hat. Um Raum für sein moralisches Reich zu schaffen, sah er sich genötigt, eine unbeweisbare Welt anzusetzen, ein logisches Jenseits. Dazu eben hatte er seine Kritik der reinen Vernunft nötig. Anders ausgedrückt, er hätte sie nicht nötig gehabt, wenn ihm nicht eins wichtiger als alles gewesen wäre. Das moralische Reich unangreifbar, lieber noch ungreifbar für die Vernunft zu machen. Er empfand eben die Angreifbarkeit einer moralischen Ordnung der Dinge von Seiten der Vernunft zu stark. Denn angesichts von Natur und Geschichte, angesichts der gründlichen Unmoralität von Natur und Geschichte, war Kant, wie jeder gute Deutsche von Alters her, Pessimist. Er glaubte an die Moral, nicht weil sie durch Natur und Geschichte bewiesen wird, sondern trotzdem, dass ihr durch Natur und Geschichte beständig widersprochen wird. Man darf sich vielleicht, um dies trotzdem das zu verstehen, an etwas Verwandtes bei Luther erinnern, bei jenem anderen großen Pessimisten, der es einmal mit der ganzen lutherischen Verwegenheit seinen Freunden zu Gemüte führte. Wenn man durch Vernunft es fassen könnte, wie der Gott gnädig und gerecht sein könne, der so viel Zorn und Bosheit zeigt, wozu bräuchte man dann den Glauben? Nichts nämlich hat von jeher einen tieferen Eindruck auf die deutsche Seele gemacht. Nichts hat sie mehr versucht als diese gefährlichste aller Schlussfolgerungen, welche jedem rechten Romanen eine Sünde wider den Geist ist. Credo quia absurdum est. Mit ihr tritt die deutsche Logik zuerst in der Geschichte des christlichen Dogmas auf. Aber auch heute noch, ein Jahrtausend später, wittern wir Deutschen von heute, späte Deutsche, in jedem Betrachte, etwas von Wahrheit, von Möglichkeit der Wahrheit, hinter dem berühmten realdialektischen Grundsatze, mit welchem Hegel seinerzeit dem deutschen Geiste zum Sieg über Europa verhalf. Der Widerspruch bewegt die Welt. Alle Dinge sind sich selbst widersprechend. Wir sind eben, sogar bis in die Logik hinein, Pessimisten. Viertens. Aber nicht die logischen Werturteile sind die untersten und gründlichsten, zu denen die Tapferkeit unseres Argwohns hinunter kann. Das Vertrauen auf die Vernunft, mit dem die Gütigkeit dieser Urteile steht und fällt, ist als Vertrauen ein moralisches Phänomen. Vielleicht hat der deutsche Pessimismus seinen letzten Schritt noch zu tun. Vielleicht muss er noch einmal auf eine furchtbare Weise sein Credo und sein Absurdum nebeneinander stellen. Und wenn dies Buch bis in die Moral hinein, bis über das Vertrauen zur Moral hinweg pessimistisch ist, sollte es nicht gerade damit ein deutsches Buch sein. Denn es stellt in der Tat einen Widerspruch dar und fürchtet sich nicht davor. Warum doch? Aus Moralität, oder wie sollen wir es heißen, was sich in ihm, in uns begibt. Denn wir würden unserem Geschmacke nach bescheidenere Worte vorziehen. Aber es ist kein Zweifel, auch zu uns noch redet ein »Du sollst«. Auch wir noch gehorchen einem strengen Gesetze über uns. Und dies ist die letzte Moral, die sich auch uns noch hörbar macht, die auch wir noch zu leben wissen. Hier, wenn irgendworin, sind auch wir noch
Menschen des Gewissens. Dass wir nämlich nicht wieder zurück wollen in das, was uns als überlebt und morsch gilt, in irgendetwas Unglaubwürdiges, heiße es nun Gott, Tugend, Wahrheit, Gerechtigkeit, Nächstenliebe. Dass wir uns keine Lügenbrücken zu alten Idealen gestatten, dass wir von Grund aus allem Feind sind, was in uns vermitteln und mischen möchte. Feind jeder jetzigen Art Glauben und Christlichkeit. Feind dem Halb und Halben aller Romantik und Vaterländerei. Feind auch der Artistengenüsslichkeit, Artistengewissenlosigkeit, welche uns überreden möchte, da anzubeten, wo wir nicht mehr glauben. Denn wir sind Artisten. Feind kurzum dem ganzen europäischen Feminismus oder Idealismus, wie man's lieber hört, der ewig hinanzieht und ewig gerade damit herunterbringt. Allein als Menschen dieses Gewissens fühlen wir uns noch verwandt mit der deutschen Rechtschaffenheit und Frömmigkeit von Jahrtausenden, wenn auch als deren fragwürdigste und letzte Abkömmlinge, wir Immoralisten, wir Gottlosen von heute, ja sogar in gewissem Verstande als deren Erben, als Vollstrecker ihres innersten Willens, eines pessimistischen Willens, wie gesagt, der sich davor nicht fürchtet, sich selbst zu verneinen, weil er mit Lust verneint. In uns vollzieht sich, gesetzt, dass ihr eine Formel wollt, die Selbstaufhebung der Moral. Fünftens. Zuletzt aber, wozu müssen wir das, was wir sind, was wir wollen und nicht wollen, so laut und mit solchem Eifer sagen? Sehen wir es kälter, ferner, klüger, höher an, sagen wir es, wie es unter uns gesagt werden darf, so heimlich, dass alle Welt es überhört, dass alle Welt uns überhört. Vor allem sagen wir es langsam. Diese Vorrede kommt spät, aber nicht zu spät. Was liegt im Grunde an 5, 6 Jahren? Ein solches Buch, ein solches Problem hat keine Eile. Überdies sind wir beide Freunde des Lento, ich ebenso wohl als mein Buch. Man ist nicht umsonst Philologe gewesen, man ist es vielleicht noch. Das will sagen, ein Lehrer des langsamen Lesens. Endlich schreibt man auch langsam. Jetzt gehört es nicht nur zu meinen Gewohnheiten, sondern auch zu meinem Geschmacke, einem boshaften Geschmacke vielleicht, nichts mehr zu schreiben, womit nicht jede Art Mensch, die Eile hat, zur Verzweiflung gebracht wird. Philologie nämlich ist jene ehrwürdige Kunst, welche von ihrem Verehrer vor allem eins heischt: beiseite gehen, sich Zeit lassen, still werden, langsam werden, als eine Goldschmiedekunst und Kennerschaft des Wortes, die lauter feine, vorsichtige Arbeit abzutun hat und nichts erreicht, wenn sie es nicht lento erreicht. Gerade damit aber ist sie heute nötiger als je. Gerade dadurch zieht sie und bezaubert sie uns am stärksten, mitten in einem Zeitalter der Arbeit, will sagen, der Hass, der unanständigen und schwitzenden Eilfertigkeit, das mit allem gleich fertig werden will, auch mit jedem alten und neuen Buche. Sie selbst wird nicht so leicht irgendwo mit fertig. Sie lehrt gut lesen, das heißt langsam,
aktiv, rück- und vorsichtig, mit Hintergedanken, mit offen gelassenen Türen, mit zarten Fingern und Augenlesen. Meine geduldigen Freunde, dies Buch wünscht sich nur vollkommene Leser und Philologen. Lernt mich gut lesen. Ruta bei Genua im Herbst des Jahres 1886. Erstes Buch. Erstens. Nachträgliche Vernünftigkeit. Alle Dinge, die lange leben, werden allmählich so mit Vernunft durchdrängt, dass ihre Abkunft aus der Unvernunft dadurch unwahrscheinlich wird. Klingt nicht fast jede genaue Geschichte einer Entstehung für das Gefühl paradox und frevelhaft? Widerspricht der gute Historiker im Grunde nicht fortwährend? Zweitens. Vorurteil der Gelehrten. Es ist ein richtiges Urteil der Gelehrten, dass die Menschen aller Zeiten zu wissen glaubten, was gut und böse, lobens- und tadelnswert sei. Aber es ist ein Vorurteil der Gelehrten, dass wir es jetzt besser wüssten als irgendeine Zeit. Drittens. Alles hat seine Zeit. Als der Mensch allen Dingen ein Geschlecht gab, meinte er nicht zu spielen, sondern eine tiefe Einsicht gewonnen zu haben. Den ungeheuren Anfang dieses Irrtums hat er sich sehr spät und jetzt vielleicht noch nicht ganz eingestanden. Ebenso hat der Mensch allem, was da ist, eine Beziehung zur Moral beigelegt und der Welt eine ethische Bedeutung über die Schulter gehängt. Das wird einmal ebenso viel und nicht mehr Wert haben, als es heute schon der Glaube an die Männlichkeit oder Weiblichkeit der Sonne hat. Viertens. Gegen die erträumte Disharmonie der Sphären. Wir müssen die viele falsche Großartigkeit wieder aus der Welt schaffen, weil sie gegen die Gerechtigkeit ist, auf die alle Dinge von uns Anspruch haben. Und dazu tut Not, die Welt nicht disharmonischer sehen zu wollen, als sie ist. Fünftens. Seid dankbar. Das große Ergebnis der bisherigen Menschheit ist, dass wir nicht mehr beständige Furcht vor wilden Tieren, vor Barbaren, vor Göttern und vor unseren Träumen zu haben brauchen. Sechstens. Der Taschenspieler und sein Widerspiel. Das Erstaunliche in der Wissenschaft ist dem Erstaunlichen in der Kunst des Taschenspielers entgegengesetzt. Denn dieser will uns dafür gewinnen, eine sehr einfache Kausalität dort zu sehen, wo in Wahrheit eine sehr komplizierte Kausalität in Tätigkeit ist. Die Wissenschaft dagegen nötigt uns, den Glauben an einfache Kausalitäten gerade dort aufzugeben, wo alles so leicht begreiflich scheint und wir die Narren des Augenscheins sind. Die einfachsten Dinge sind sehr kompliziert. Man kann sich nicht genug darüber verwundern. Siebtens. Umlernen des Raumgefühls. Haben die wirklichen Dinge oder die eingebildeten Dinge mehr zum menschlichen Glück beigetragen? Gewiss ist, dass die Weite des Raumes zwischen höchstem Glück und tiefstem Unglück erst mit Hilfe der eingebildeten Dinge hergestellt worden ist. Diese Art von Raumgefühl wird folglich unter der Einwirkung der Wissenschaft
immer verkleinert. So wie wir von ihr gelernt haben und noch lernen, die Erde als klein, ja das Sonnensystem als Punkt zu empfinden. Achtens. Transfiguration. Die ratlos Leidenden, die verworren Träumenden, die überirdisch Entzückten. Dies sind die drei Grade, in welche Raphael die Menschen einteilt. So blicken wir nicht mehr in die Welt. Und auch Raphael dürfte es jetzt nicht mehr. Er würde eine neue Transfiguration mit Augen sehen. Neuntens. Begriff der Sittlichkeit der Sitte. Im Verhältnis zu der Lebensweise ganzer Jahrtausende der Menschheit leben wir jetzigen Menschen in einer sehr unsittlichen Zeit. Die Macht der Sitte ist erstaunlich abgeschwächt und das Gefühl der Sittlichkeit so verfeinert und so in die Höhe getragen, dass es ebenso gut als verflüchtigt bezeichnet werden kann. Deshalb werden uns, den Spätgeborenen, die Grundeinsichten in die Entstehung der Moral schwer. Sie bleiben uns, wenn wir sie trotzdem gefunden haben, an der Zunge kleben und wollen nicht heraus, weil sie grob klingen oder weil sie die Sittlichkeit zu verleumden scheinen. So zum Beispiel gleich der Hauptsatz. Sittlichkeit ist nichts anderes, also namentlich nicht mehr, als Gehorsam gegen Sitten, welcher Art diese auch sein mögen. Sitten aber sind die herkömmliche Art zu handeln und abzuschätzen. In Dingen, wo kein Herkommen befiehlt, gibt es keine Sittlichkeit. Und je weniger das Leben durch Herkommen bestimmt ist, umso kleiner wird der Kreis der Sittlichkeit. Der freie Mensch ist unsittlich, weil er in allem von sich und nicht von einem Herkommen abhängen will. In allen ursprünglichen Zuständen der Menschheit bedeutet böse so viel wie individuell, frei, willkürlich, ungewohnt, unvorhergesehen, unberechenbar. Immer nach dem Maßstab solcher Zustände gemessen. Wird eine Handlung getan, nicht weil das Herkommen sie befiehlt, sondern aus anderen Motiven, zum Beispiel des individuellen Nutzens wegen, ja selbst aus eben den Motiven, welche das Herkommen ehemals begründet haben, so heißt sie unsittlich und wird so selbst von ihrem Täter empfunden. Denn sie ist nicht aus Gehorsam gegen das Herkommen getan worden. Was ist das Herkommen? Eine höhere Autorität, welcher man gehorcht. Nicht, weil sie uns das Nützliche befiehlt, sondern weil sie befiehlt. Wodurch unterscheidet sich dies Gefühl vor dem Herkommen, vor dem Gefühl der Furcht überhaupt? Es ist die Furcht vor einem höheren Intellekt, der da befiehlt. Vor einer unbegreiflichen, unbestimmten Macht, vor etwas mehr als Persönlichem. Es ist Aberglaube in dieser Furcht. Ursprünglich gehörte die ganze Erziehung und Pflege der Gesundheit, die Ehe, die Heilkunst, der Feldbau, der Krieg, das Reden und Schweigen, der Verkehr untereinander und mit den Göttern in den Bereich der Sittlichkeit. Sie verlangte, dass man Vorschriften beobachtete, ohne an sich als Individuum zu denken. Ursprünglich war also alles Sitte, und wer sich über sie erheben wollte, musste Gesetzgeber und Medizinmann
und eine Art Halbgott werden. Das heißt, er musste Sitten machen. Ein furchtbares, lebensgefährliches Ding. Wer ist der Sittlichste? Einmal der, welcher das Gesetz am häufigsten erfüllt. Also, gleich den Brahmanen, das Bewusstsein desselben überall hin und in jeden kleinen Zeitteil trägt, sodass er fortwährend erfinderisch ist in Gelegenheiten, das Gesetz zu erfüllen. So dann der, der es auch in den schwersten Fällen erfüllt. Der Sittlichste ist der, welcher am meisten der Sitte opfert. Welches aber sind die größten Opfer? Nach der Beantwortung dieser Frage entfalten sich mehrere unterschiedliche Moralen. Aber der wichtigste Unterschied bleibt doch jener, welcher die Moralität der häufigsten Erfüllung von der schwersten Erfüllung trennt. Man täusche sich über das Motiv jener Moral nicht, welche die schwerste Erfüllung der Sitte als Zeichen der Sittlichkeit fordert. Die Selbstüberwindung wird nicht ihrer nützlichsten Folge halber, die sie für das Individuum hat, gefordert, sondern damit die Sitte, das Herkommen herrschend, erscheine, trotz allem individuellen Gegengelüst und Vorteil. Der Einzelne soll sich opfern, so heischt es die Sittlichkeit der Sitte. Jene Moralisten dagegen, welche wie die Nachfolger der sokratischen Fußstapfen die Moral der Selbstbeherrschung und Enthaltsamkeit dem Individuum als seinen eigensten Vorteil, als seinen persönlichsten Schlüssel zum Glück ans Herz legen, machen die Ausnahme. Und wenn es uns anders erscheint, so ist es, weil wir unter ihrer Nachwirkung erzogen sind. Sie alle gehen eine neue Straße unter höchlichster Missbilligung aller Vertreter der Sittlichkeit der Sitte. Sie lösen sich aus der Gemeinde aus, als Unsittliche, und sind im tiefsten Verstande böse. Ebenso erschien einem tugendhaften Römer, alten Schrotes, jeder Christ, welcher am ersten nach seiner eigenen Seligkeit trachtete, als böse. Überall, wo es eine Gemeinde und folglich eine Sittlichkeit der Sitte gibt, herrscht auch der Gedanke, dass die Strafe für die Verletzung der Sitte vor allem auf die Gemeinde fällt. Jene übernatürliche Strafe, deren Äußerung und Grenze so schwer zu begreifen ist und mit so abergläubischer Angst ergründet wird. Die Gemeinde kann den Einzelnen anhalten, dass er den nächsten Schaden, den seine Tat im Gefolge hatte, am Einzelnen oder an der Gemeinde wiedergutmache. Sie kann auch eine Art Rache am Einzelnen dafür nehmen, dass durch ihn als angebliche Nachwirkung seiner Tat sich die göttlichen Wolken und Zorneswetter über der Gemeinde gesammelt haben. Aber sie empfindet die Schuld des Einzelnen doch vor allem als ihre Schuld und trägt dessen Strafe als ihre Strafe. Die Sitten sind lockerer geworden. So klagt es in der Seele eines jeden, wenn solche Taten möglich sind. Jede individuelle Handlung, jede individuelle Denkweise erregt Schauder. Es ist gar nicht auszurechnen, was gerade die selteneren, ausgesuchteren, ursprünglicheren Geister im ganzen Verlauf der Geschichte dadurch gelitten haben müssen, dass sie immer als die Bösen und Gefährlichen empfunden wurden. Ja, dass sie sich selbst so empfanden.
unter der Herrschaft der Sittlichkeit der Sitte, hat die Originalität jeder Art ein böses Gewissen bekommen. Bis diesen Augenblick ist der Himmel der Besten noch dadurch verdüstert, als er sein müsste. Zehntens. Gegenbewegung zwischen Sinn der Sittlichkeit und Sinn der Kausalität. In dem Maße, in welchem der Sinn der Kausalität zunimmt, nimmt der Umfang des Reiches der Sittlichkeit ab. Denn jedes Mal, wenn man die notwendigen Wirkungen begriffen hat und gesondert von allen Zufällen, allem gelegentlichen Nachher, post hoc, zu denken versteht, hat man eine Unzahl fantastischer Kausalitäten, an welche als Grundlagen von Sitten bisher geglaubt wurde, zerstört. Die wirkliche Welt ist viel kleiner als die fantastische. Und jedes Mal ist ein Stück Ängstlichkeit und Zwang aus der Welt verschwunden. Jedes Mal auch ein Stück Achtung vor der Autorität der Sitte. Die Sittlichkeit im Großen hat eingebüßt. Wer sie dagegen vermehren will, muss zu verhüten wissen, dass die Erfolge kontrollierbar werden. 11. Volksmoral und Volksmedizin. An der Moral, welche in einer Gemeinschaft herrscht, wird fortwährend und von jedermann gearbeitet. Die meisten bringen Beispiele über Beispiele für das behauptete Verhältnis von Ursache und Folge, Schuld und Strafe hinzu, bestätigen es als wohlbegründet und mehren seinen Glauben. Einige machen neue Beobachtungen über Handlungen und Folgen und ziehen Schlüsse und Gesetze daraus. Die wenigsten nehmen hier und da Anstoß und lassen den Glauben an diesen Punkten schwach werden. Aber alle sind einander gleich in der gänzlich rohen, unwissenschaftlichen Art ihrer Tätigkeit. Ob es sich um Beispiele, Beobachtungen oder Anstöße handelt, ob um den Beweis, die Bekräftigung, den Ausdruck, die Widerlegung eines Gesetzes. Es ist wertloses Material und wertlose Form, wie Material und Form aller Volksmedizin. Volksmedizin und Volksmoral gehören zusammen und sollten nicht mehr so verschieden abgeschätzt werden, wie es immer noch geschieht. Beides sind die gefährlichsten Scheinwissenschaften. 12. Die Folge als Zutat. Ehemals glaubte man, der Erfolg einer Tat sei nicht eine Folge, sondern eine freie Zutat, nämlich Gottes. Ist eine größere Verwirrung denkbar? Man musste sich um die Tat und um den Erfolg besonders bemühen, mit ganz verschiedenen Mitteln und Praktiken. 13. Zur neuen Erziehung des Menschengeschlechts. Helft, ihr Hülfreichen und Wohlgesinnten, doch an dem einen Werke mit, den Begriff der Strafe, der die ganze Welt überwuchert hat, aus ihr zu entfernen. Es gibt kein böseres Unkraut. Nicht nur in die Folgen unserer Handlungsweisen hat man ihn gelegt. Und wie schrecklich und vernunftwidrig ist schon dies, Ursache und Wirkung als Ursache und Strafe zu verstehen. Aber man hat mehr getan und die ganze reine Zufälligkeit des Geschehens um ihre Unschuld gebracht, mit dieser verruchten Interpretationskunst des Strafbegriffs. Ja, man hat die Tollheit so weit getrieben,
die Existenz selber als Strafe empfinden zu lassen. Es ist, als ob die Phantasterei von Kerkermeistern und Henkern bisher die Erziehung des Menschengeschlechts geleitet hätte. 14. Bedeutung des Wahnsinns in der Geschichte der Moralität. Wenn trotz jenem furchtbaren Druck der Sittlichkeit der Sitte, unter dem alle Gemeinwesen der Menschheit lebten, viele Jahrtausende lang vor unserer Zeitrechnung und in derselben im Ganzen und Großen fort bis auf den heutigen Tag, wir selber wohnen in der kleinen Welt der Ausnahmen und gleichsam in der bösen Zone. Wenn, sage ich, trotzdem neue und abweichende Gedanken, Wertschätzungen, Triebe immer wieder herausbrachen, so geschah dies unter einer schauderhaften Geleitschaft. Fast überall ist es der Wahnsinn, welcher dem neuen Gedanken den Weg bahnt, welcher den Bann eines verirrten Brauches und Aberglaubens bricht. Begreift ihr es, weshalb es der Wahnsinn sein muss? Etwas in Stimme und Gebärde so Grausenhaftes und Unberechenbares wie die dämonischen Launen des Wetters und des Meeres und deshalb einer ähnlichen Scheu und Beobachtung würdigen? Etwas, das so sichtbar das Zeichen völliger Unfreiwilligkeit trug, wie die Zuckungen und der Schaum des Epileptischen, das den Wahnsinnigen dergestalt als Maske und Schallrohr einer Gottheit zu kennzeichnen schien? Etwas, das dem Träger eines neuen Gedankens selber Ehrfurcht und Schauder vor sich und nicht mehr Gewissensbisse gab und ihn dazu trieb, der Prophet und Märtyrer desselben zu werden? Während es uns heute noch immer wieder nahegelegt wird, dass dem Genie anstatt eines Kornes Salz ein Korn Wahnwurz beigegeben ist, lag allen früheren Menschen der Gedanke viel näher, dass überall, wo es Wahnsinn gibt, es auch ein Korn Genie und Weisheit gäbe. Etwas Göttliches, wie man sich zuflüsterte. Oder vielmehr, man drückte sich kräftig genug aus. Durch den Wahnsinn sind die größten Güter über Griechenland gekommen, sagte Plato mit der ganzen alten Menschheit. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Allen jenen überlegenen Menschen, welche es unwiderstehlich dahin zog, das Joch irgendeiner Sittlichkeit zu brechen und neue Gesetze zu geben, blieb, wenn sie nicht wirklich wahnsinnig waren, nichts übrig, als sich wahnsinnig zu machen oder zu stellen. Und zwar gilt dies für die Neuere auf allen Gebieten, nicht nur auf dem der priesterlichen und politischen Satzung. Selbst der Neuere des poetischen Metrums musste durch den Wahnsinn sich beglaubigen. Bis in viel mildere Zeiten hinein verblieb daraus den Dichtern eine gewisse Konvention des Wahnsinns, auf welche zum Beispiel Solon zurückgriff, als er die Athener zur Wiedereroberung von Salamis aufstachelte. Wie macht man sich wahnsinnig, wenn man es nicht ist und nicht wagt, es zu scheinen? Diesen entsetzlichen Gedankengange haben fast alle bedeutenden Menschen der älteren Zivilisation nachgehangen. Eine geheime Lehre von Kunstgriffen und diätetischen Winken pflanzte sich darüber fort, nebst dem Gefühle der Unschuld, ja, Heiligkeit eines solchen Nachsinnens und Vorhabens. Die Rezepte, um bei den Indianern ein Medizinmann, bei den Christen des Mittelalters ein Heiliger, bei den Grönländern ein Angekok, bei den Brasilianern ein Paje zu werden, sind im Wesentlichen dieselben. Unsinniges Fasten, fortgesetzte geschlechtliche Enthaltung, in die Wüste gehen oder auf einen Berg oder eine Säule steigen oder sich auf eine bejahrte Weide setzen, die in einen See hinaussieht
und schlechterdings an nichts denken als das, was eine Verzückung und geistige Unordnung mit sich bringen kann. Wer wagt es, einen Blick in die Wildnis bitterster und überflüssigster Seelennöte zu tun, in welchen wahrscheinlich gerade die furchtbarsten Menschen aller Zeit geschmachtet haben? Jene Seufzer des Einsamen und Verstörten zu hören. Ach, so gebt doch Wahnsinn, ihr Himmlischen. Wahnsinn, dass ich endlich an mich selber glaube. Gebt Delirien und Zuckungen, plötzliche Lichter und Finsternisse. Schreckt mich mit Frost und Glut, wie sie kein Sterblicher noch empfand, mit Getöse und umgehenden Gestalten. Lasst mich heulen und winseln und wie ein Tier kriechen, nur dass ich bei mir selber Glauben finde. Der Zweifel frisst mich auf. Ich habe das Gesetz getötet. Das Gesetz ängstigt mich wie ein Leichnam einen Lebendigen. Wenn ich nicht mehr bin als das Gesetz, so bin ich der Verworfenste von allen. Der neue Geist, der in mir ist, woher ist er, wenn er nicht von euch ist? Beweist es mir doch, dass ich euer bin. Der Wahnsinn allein beweist es mir. Und nur zu oft erreichte diese Inbrunst ihr Ziel zu gut. In jener Zeit, in welcher das Christentum am reichsten seine Fruchtbarkeit an Heiligen und Wüsteneinsiedlern bewies und sich dadurch selber zu beweisen vermeinte, gab es in Jerusalem große Irrenhäuser für verunglückte Heilige, für jene, welche ihr letztes Korn Salz daran gegeben hatten. 15. Die ältesten Trostmittel. 1. Stufe. Der Mensch sieht in jedem Übelbefinden und Missgeschick etwas, wofür er irgendjemand anderes leiden lassen muss. Dabei wird er sich seiner noch vorhandenen Macht bewusst und dies tröstet ihn. 2. Stufe. Der Mensch sieht in jedem Übelbefinden und Missgeschick eine Strafe, das heißt die Sühnung der Schuld und das Mittel, sich vom bösartigen Zauber eines wirklichen oder vermeintlichen Unrechtes loszumachen. Wenn er dieses Vorteils ansichtig wird, welchen das Unglück mit sich bringt, so glaubt er, einen anderen nicht mehr dafür leiden lassen zu müssen. Er sagt sich von dieser Art Befriedigung los, weil er nun eine andere hat. 16. Erster Satz der Zivilisation. Bei Runvölkern gibt es eine Gattung von Sitten, deren Absicht die Sitte überhaupt zu sein scheint. Peinliche und im Grunde überflüssige Bestimmungen, wie zum Beispiel die unter den Kamtschadalen, niemals den Schnee von den Schuhen mit dem Messer abzuschaben, niemals eine Kohle mit dem Messer zu spießen, niemals ein Eisen ins Feuer zu legen. Und der Tod trifft den, welcher in solchen Stücken zuwiderhandelt. Die aber die fortwährende Nähe der Sitte, den unausgesetzten Zwang, Sitte zu üben, fortwährend im Bewusstsein erhalten. Zur Bekräftigung des großen Satzes, mit dem die Zivilisation beginnt. Jede Sitte ist besser als keine Sitte. 17. Die gute und die böse Natur. Erst haben die Menschen sich in die Natur hineingedichtet. Sie sahen überall sich und ihresgleichen, nämlich ihre böse und launenhafte Gesinnung, gleichsam versteckt unter Wolken, Gewittern, Raubtieren, Bäumen und Kräutern. Damals erfanden sie die böse Natur. Dann kam einmal eine Zeit, da sie sich wieder aus der Natur hinausdichteten. Die Zeit Rousseaus. Man war einander so satt,
dass man durchaus einen Weltwinkel haben wollte, wo der Mensch nicht hineinkommt mit seiner Qual. Man erfand die gute Natur. 18. Die Moral des freiwilligen Leidens. Welcher Genuss ist für Menschen im Kriegszustande jener kleinen, stets gefährdeten Gemeinde, wo die strengste Sittlichkeit waltet, der höchste? Also für kraftvolle, rachsüchtige, feindselige, tückische, argwöhnische, zum furchtbarsten bereite und durch Entbehrung und Sittlichkeit gehärtete Seelen. Der Genuss der Grausamkeit. So wie es auch zur Tugend einer solchen Seele in diesen Zuständen gerechnet wird, in der Grausamkeit erfinderisch und unersättlich zu sein. An dem Tun des Grausamen erquickt sich die Gemeinde und wirft einmal die Düsterkeit der beständigen Angst und Vorsicht von sich. Die Grausamkeit gehört zur ältesten Festfreude der Menschheit. Folglich denkt man sich auch die Götter erquickt und festlich gestimmt, wenn man ihnen den Anblick der Grausamkeit anbietet. Und so schleicht sich die Vorstellung in die Welt, dass das freiwillige Leiden, die selbsterwählte Marter, einen guten Sinn und Wert habe. Allmählich formt die Sitte in der Gemeinde eine Praxis gemäß dieser Vorstellung. Man wird bei allem ausschweifenden Wohlbefinden von nun an misstrauischer und bei allen schweren, schmerzhaften Zuständen zuversichtlicher. Man sagt sich, es mögen wohl die Götter ungnädig wegen des Glücks und gnädig wegen unseres Leidens auf uns sehen, nicht etwa mitleidig. Denn das Mitleiden gilt als verächtlich und einer starken, furchtbaren Seele unwürdig, aber gnädig, weil sie dadurch ergötzt und guter Dinge werden. Denn der Grausame genießt den höchsten Kitzel des Machtgefühls. So kommt in den Begriff des sittlichsten Menschen der Gemeinde die Tugend des häufigen Leidens, die Entbehrung der harten Lebensweise, der grausamen Kasteiung. Nicht, um es wieder und wieder zu sagen, als Mittel der Zucht, der Selbstbeherrschung, des Verlangens nach individuellem Glück, sondern als eine Tugend, welche der Gemeinde bei den bösen Göttern einen guten Geruch macht und wie ein beständiges Versöhnungsopfer auf dem Altare zu ihnen empordampft. Alle jene geistigen Führer der Völker, welche in dem trägen, furchtbaren Schlamm ihrer Sitten etwas zu bewegen vermochten, haben außer dem Wahnsinn auch die freiwillige Marter nötig gehabt, um Glauben zu finden. Und zumeist und zuerst, wie immer, den Glauben an sich selber. Je mehr gerade ihr Geist auf neuen Bahnen ging und folglich von Gewissensbissen und Ängsten gequält wurde, umso grausamer wüteten sie gegen das eigene Fleisch, das eigene Gelüste und die eigene Gesundheit, wie um der Gottheit einen Ersatz an Lust zu bieten, wenn sie vielleicht um der vernachlässigten und bekämpften Gebräuche und der neuen Ziele willen erbittert sein sollte. Glaube man nicht zu schnell, dass wir jetzt von einer solchen Logik des Gefühls uns völlig befreit hätten. Die heldenhaftesten Seelen mögen sich darüber mit sich befragen. Jeder kleinste Schritt auf dem Felde des freien Denkens, des persönlich gestalteten Lebens, ist von jeher mit geistigen und körperlichen Martern erstritten worden. Nicht nur das Vorwärtsschreiten, nein, vor allem das Schreiten, die Bewegung, die Veränderung hat ihre unzähligen Märtyrer nötig gehabt, durch die langen, pfadsuchenden und grundlegenden Jahrtausende hindurch, an welche man freilich nicht denkt, wenn man, wie gewohnt,
von Weltgeschichte, von diesem lächerlich kleinen Ausschnitt des menschlichen Daseins redet. Und selbst in dieser sogenannten Weltgeschichte, welche im Grunde ein Lärm um die letzten Neuigkeiten ist, gibt es kein eigentlich wichtigeres Thema als die uralte Tragödie von den Märtyrern, die den Sumpf bewegen wollten. Nichts ist teurer erkauft als das Wenige von menschlicher Vernunft und vom Gefühle der Freiheit, welches jetzt unseren Stolz ausmacht. Dieser Stolz aber ist es, dessentwegen es uns jetzt fast unmöglich wird, mit jenen ungeheuren Zeitstrecken der Sittlichkeit der Sitte zu empfinden, welche der Weltgeschichte vorausliegen, als die wirkliche und entscheidende Hauptgeschichte, welche den Charakter der Menschheit festgestellt hat. Wo das Leiden als Tugend, die Grausamkeit als Tugend, die Verstellung als Tugend, die Rache als Tugend, die Verleugnung der Vernunft als Tugend, dagegen das Wohlbefinden als Gefahr, die Wissbegier als Gefahr, der Friede als Gefahr, das Mitleiden als Gefahr, das Bemitleidetwerden als Schimpf, die Arbeit als Schimpf, der Wahnsinn als Göttlichkeit, die Veränderung als das Unsittliche und Verderbenschwangere in Geltung war. Ihr meint, es habe sich alles dies geändert und die Menschheit müsse somit ihren Charakter vertauscht haben. O ihr Menschenkenner, lernt euch besser kennen. 19. Sittlichkeit und Verdummung. Die Sitte repräsentiert die Erfahrungen früherer Menschen über das vermeintlich Nützliche und Schädliche. Aber das Gefühl für die Sitte, Sittlichkeit, bezieht sich nicht auf jene Erfahrungen als solche, sondern auf das Alter, die Heiligkeit, die Indiskutabilität der Sitte. Und damit wirkt dies Gefühl dem entgegen, dass man neue Erfahrungen macht und die Sitten korrigiert. Das heißt, die Sittlichkeit wirkt der Entstehung neuer und besserer Sitten entgegen. Sie verdummt. 20. Freitäler und Freidenker. Die Freitäter sind im Nachteil gegen die Freidenker, weil die Menschen sichtbarer an den Folgen von Taten als von Gedanken leiden. Bedenkt man aber, dass diese wie jene ihre Befriedigung suchen und dass den Freidenkern schon ein Ausdenken und Aussprechen von verbotenen Dingen diese Befriedigung gibt, so ist in Ansehung der Motive alles eins. Und die Ansehung der Folgen wird der Ausschlag sogar gegen den Freidenker sein, vorausgesetzt, dass man nicht nach der nächsten und gröbsten Sichtbarkeit, das heißt, nicht wie alle Welt, urteilt. Man hat viel von der Verunglimpfung wieder zurückzunehmen, mit der die Menschen alle jene bedacht haben, welche durch die Tat den Bann einer Sitte durchbrachen. Im Allgemeinen heißen sie Verbrecher. Jeder, der das bestehende Sittengesetz umwarf, hat bisher zuerst immer als schlechter Mensch gegolten. Aber wenn man, wie es vorkam, hinterher es nicht wieder aufzurichten vermochte und sich damit zufrieden gab, so veränderte sich das Prädikat allmählich und die Geschichte handelt fast nur von diesen schlechten Menschen, welche später gut gesprochen worden sind. 21. Erfüllung des Gesetzes. Im Falle, dass die Befolgung einer moralischen Vorschrift doch ein anderes Resultat ergibt, als versprochen und erwartet wird,
und den Sittlichen nicht das verheißene Glück, sondern wieder erwarten Unglück und Elendrift, so bleibt immer die Ausflucht des Gewissenhaften und Ängstlichen übrig. Es ist etwas in der Ausführung versehen worden. Im allerschlimmsten Falle wird eine tief leidende und zerdrückte Menschheit sogar dekretieren. Es ist unmöglich, die Vorschrift gut auszuführen. Wir sind durch und durch schwach und sündhaft und der Moralität im innersten Grunde nicht fähig. Folglich haben wir auch keinen Anspruch auf Glück und Gelingen. Die moralischen Vorschriften und Verheißungen sind für bessere Wesen, als wir sind, gegeben. 22. Werke und Glaube. Immer noch wird durch die protestantischen Lehrer jener Grundirrtum fortgepflanzt, dass es nur auf den Glauben ankomme und dass aus dem Glauben die Werke notwendig folgen müssen. Dies ist schlechterdings nicht wahr, aber klingt so verführerisch, dass es schon andere Intelligenzen als die Luthers, nämlich die des Sokrates und Plato, betört hat. Obwohl der Augenschein aller Erfahrungen aller Tage dagegen spricht. Das zuversichtlichste Wissen oder Glauben kann nicht die Kraft zur Tat noch die Gewandtheit zur Tat geben. Es kann nicht die Übung jenes feinen, vielteiligen Mechanismus ersetzen, welche vorhergegangen sein muss, damit irgendetwas aus einer Vorstellung sich in Aktion verwandeln könne. Vor allem und zuerst die Werke. Das heißt Übung, Übung, Übung. Der dazugehörige Glaube wird sich schon einstellen. Dessen seid versichert. 23. Worin wir am feinsten sind. Dadurch, dass man sich viele tausend Jahre lang die Sachen, Natur, Werkzeuge, Eigentum jeder Art ebenfalls belebt und beseelt dachte, mit der Kraft zu schaden und sich den menschlichen Absichten zu entziehen, ist das Gefühl der Ohnmacht unter den Menschen viel größer und viel häufiger gewesen, als es hätte sein müssen. Man hatte ja nötig, sich der Sachen ebenso zu versichern, wie der Menschen und Tiere durch Gewalt, Zwang, Schmeichelei, Verträge, Opfer. Und hier ist der Ursprung der meisten abergläubischen Gebräuche, das heißt eines erheblichen, vielleicht überwiegenden und trotzdem vergeudeten und unnützen Bestandteils aller von Menschen bisher geübten Tätigkeit. Aber weil das Gefühl der Ohnmacht und der Furcht so stark und so lange fast fortwährend in Reizung war, hat sich das Gefühl der Macht in solcher Feinheit entwickelt, dass es jetzt hierin der Mensch mit der delikatesten Goldwaage aufnehmen kann. Es ist sein stärkster Hang geworden, die Mittel, welche man entdeckte, sich dieses Gefühls zu schaffen, sind beinahe die Geschichte der Kultur. 24. Der Beweis einer Vorschrift. Im Allgemeinen wird die Güte oder Schlechtigkeit einer Vorschrift, zum Beispiel der Brot zu backen, so bewiesen, dass das in ihr versprochene Resultat sich ergibt oder nicht ergibt, vorausgesetzt, dass sie genau ausgeführt wird. Anders steht es jetzt mit den moralischen Vorschriften. Denn hier sind gerade die Resultate nicht zu übersehen oder deutbar und unbestimmt. Diese Vorschriften ruhen auf Hypothesen von dem allergeringsten wissenschaftlichen Werte, deren Beweis und deren Widerlegung aus den Resultaten im Grunde gleich unmöglich ist.
Aber einstmals, bei der ursprünglichen Rohheit aller Wissenschaft und den geringen Ansprüchen, die man machte, um ein Ding für erwiesen zu nehmen, einstmals wurde die Güte der Schlechtigkeit einer Vorschrift der Sitte ebenso festgestellt, wie jetzt die jeder anderen Vorschrift, durch Hinweisung auf den Erfolg. Wenn bei den Eingeborenen in Russisch-Amerika die Vorschrift gilt, du sollst keinen Tierknochen ins Feuer werfen oder den Hunden geben, so wird sie so bewiesen. Tue es und du wirst kein Glück auf der Jagd haben. Nun aber hat man in irgendeinem Sinne fast immer kein Glück auf der Jagd. Es ist nicht leicht möglich, die Güte der Vorschrift auf diesem Wege zu widerlegen. Namentlich, wenn eine Gemeinde und nicht ein Einzelner als Träger der Strafe gilt. Vielmehr wird immer ein Umstand eintreten, welcher die Vorschrift zu beweisen scheint. 25. Sitte und Schönheit. Zugunsten der Sitte sei nicht verschwiegen, dass bei jedem, der sich ihr völlig und von ganzem Herzen und von Anbeginn an unterwirft, die Angriff- und Verteidigungsorgane, die körperlichen und geistigen, verkümmern. Das heißt, er wird zunehmend schöner, denn die Übung jener Organe und der ihnen entsprechenden Gesinnung ist es, welche hässlich erhält und hässlicher macht. Der alte Pavian ist darum hässlicher als der junge, und der weibliche junge Pavian ist dem Menschen am ähnlichsten, also am schönsten. Hiernach mache man einen Schluss auf den Ursprung der Schönheit der Weiber. 26. Die Tiere und die Moral. Die Praktiken, welche in der verfeinerten Gesellschaft gefordert werden, das sorgfältige Vermeiden des Lächerlichen, des Auffälligen, des Anmaßenden, das Zurückstellen seiner Tugenden sowohl wie seiner heftigen Begehrungen, das sich gleichgeben, sich einordnen, sich verringern. Dies alles als die gesellschaftliche Moral ist im Groben überall bis in die tiefste Tierwelt hinab zu finden. Und erst in dieser Tiefe sehen wir die Hinterabsicht aller dieser liebenswürdigen Vorkehrungen. Man will seinen Verfolgern entgehen und im Aufsuchen seiner Beute begünstigt sein. Deshalb lernen die Tiere sich beherrschen und sich in der Weise verstellen, dass manche zum Beispiel ihre Farben der Farbe der Umgebung anpassen, vermöge der sogenannten chromatischen Funktion. Dass sie sich totstellen oder die Formen und Farben eines anderen Tieres oder von Sand, Blättern, Flechten, Schwämmen annehmen. Das, was die englischen Forscher mit Mimikry bezeichnen. So verbirgt sich der Einzelne unter der Allgemeinschaft des Begriffes Mensch oder unter der Gesellschaft oder passt sich an Fürsten, Stände, Parteien, Meinungen der Zeit oder der Umgebung an und zu allen den feinen Arten, uns glücklich, dankbar, mächtig, verliebt zu stellen, wird man leicht das tierische Gleichnis finden. Auch jenen Sinn für Wahrheit, der im Grunde der Sinn für Sicherheit ist, hat der Mensch mit dem Tiere gemeinsam. Man will sich nicht täuschen lassen, sich nicht durch sich selber irreführen lassen. Man hört dem Zureden der eigenen Leidenschaft misstrauisch zu. Man bezwingt sich und bleibt gegen sich auf der Lauer. Das alles versteht das Tier gleich dem Menschen. Auch bei ihm wächst die Selbstbeherrschung aus dem Sinn für das Wirkliche, aus der Klugheit heraus. Ebenfalls beobachtet es die Wirkungen, die es auf die Vorstellung anderer Tiere ausübt. Es lernt von dort aus auf sich zurückblicken, sich objektiv nehmen.
Es hat seinen Grad von Selbsterkenntnis. Das Tier beurteilt die Bewegungen seiner Gegner und Feinde. Es lernt ihre Eigentümlichkeiten auswendig. Es richtet sich auf diese ein. Gegen Einzelne einer bestimmten Gattung gibt es ein für alle Mal den Kampf auf und ebenso errät es in der Annäherung mancher Arten von Tiere die Absicht des Friedens und des Vertrags. Die Anfänge der Gerechtigkeit, wie die der Klugheit, Mäßigung, Tapferkeit, kurz alles, was wir mit dem Namen der sokratischen Tugenden bezeichnen, ist tierhaft. Eine Folge jener Triebe, welche lehren, nach Nahrung zu suchen und den Feinden zu entgehen. Erwägen wir nun, dass auch der höchste Mensch sich eben nur in der Art seiner Nahrung und in dem Begriffe dessen, was ihm alles feindlich ist, erhoben und verfeinert hat, so wird es nicht unerlaubt sein, das ganze moralische Phänomen als tierhaft zu bezeichnen. 27. Der Wert im Glauben an übermenschliche Leidenschaften. Die Institution der Ehe hält hartnäckig den Glauben aufrecht, dass die Liebe, ob schon eine Leidenschaft, doch als solche der Dauer fähig sei. Ja, dass die dauerhafte, lebenslängliche Liebe als Regel aufgestellt werden könne. Durch diese Zähigkeit eines edlen Glaubens, trotzdem, dass derselbe sehr oft und fast in der Regel widerlegt wird und somit eine Pia Fraus ist, hat sie der Liebe einen höheren Adel gegeben. Und der, welcher von einer solchen Leidenschaft nunmehr befallen wird, glaubt sich nicht wie früher, dadurch erniedrigt oder gefährdet, sondern vor sich und seinesgleichen gehoben. Man denke an Institutionen und Sitten, welche aus der feurigen Hingebung des Augenblicks die ewige Treue geschaffen haben, aus dem Gelüst des Zornes die ewige Rache, aus Verzweiflung die ewige Trauer, aus dem plötzlichen und einmaligen Worte die ewige Verbindlichkeit. Jedes Mal ist sehr viel Heuchelei und Lüge durch eine solche Umschaffung in die Welt gekommen. Jedes Mal auch um diesen Preis ein neuer, übermenschlicher, den Menschen hebender Begriff. 28. Die Stimmung als Argument. Was ist die Ursache freudiger Entschlossenheit zur Tat? Diese Frage hat die Menschen viel beschäftigt. Die älteste und immer noch gehäufige Antwort ist: Gott ist die Ursache. Er gibt uns dadurch zu verstehen, dass er unserem Willen zustimmt. Wenn man ehemals die Orakel über ein Vorhaben befragte, wollte man von ihnen jene freudige Entschlossenheit heimbringen. Und jeder beantwortete einen Zweifel, wenn ihnen mehrere mögliche Handlungen vor der Seele standen, so: Ich werde das tun, wobei jenes Gefühl sich einstellt. Man entschied sich also nicht für das Vernünftigste, sondern für ein Vorhaben, bei dessen Bilde die Seele mutig und hoffnungsvoll wurde. Die gute Stimmung wurde als Argument in die Waagschale gelegt und überwog die Vernünftigkeit. Deshalb, weil die Stimmung abergläubisch ausgelegt wurde, als Wirkung eines Gottes, der Gelingen verheißt und durch sie seine Vernunft als die höchste Vernünftigkeit reden lässt. Nun erwäge man die Folgen eines solchen Vorurteils, wenn kluge und machtdurstige Männer sich seiner bedienten und bedienen. Stimmung machen. Damit kann man alle Gründe ersetzen und alle Gegengründe besiegen. 29. Die Schauspieler der Tugend und der Sünde. Unter den Männern des Altertums
welche durch ihre Tugend berühmt wurden, gab es, wie es scheint, eine Un- und Überzahl von solchen, die vor sich selber schauspielerten. Namentlich werden die Griechen als eingefleischte Schauspieler dies eben ganz unwillkürlich getan und für gut befunden haben. Dazu war jeder mit seiner Tugend im Wettstreit mit der Tugend eines anderen oder aller anderen. Wie sollte man nicht alle Künste aufgewendet haben, um seine Tugend zur Schau zu bringen? Vor allem vor sich selber, schon um der Übung willen. Was nützte eine Tugend, die man nicht zeigen konnte oder die sich nicht zu zeigen verstand? Diesen Schauspielern der Tugend tat das Christentum Einhalt. Dafür erfand es das widerliche Prunken und Paradieren mit der Sünde. Es brachte die erlogene Sündhaftigkeit in die Welt. Bis zum heutigen Tage gilt sie als guter Ton unter den Christen. 30. Die verfeinerte Grausamkeit als Tugend. Hier ist eine Moralität, die ganz auf dem Triebe nach Auszeichnung beruht. Denkt nicht so gut von ihr. Was ist denn das eigentlich für ein Trieb und welches ist sein Hintergedanke? Man will machen, dass unser Anblick dem anderen wehe tue und seiner Neid das Gefühl der Ohnmacht und seines Herabsinkens wecke. Man will ihm die Bitterkeit seines Fatums zu Kosten geben, indem man auf seine Zunge einen Tropfen unseres Honigs träufelt und ihm scharf und schadenfroh bei dieser vermeintlichen Wohltat ins Auge sieht. Dieser ist demütig geworden und vollkommen jetzt in seiner Demut. Suchet nach denen, welche er damit seit langer Zeit eine Tortur hat machen wollen. Ihr werdet sie schon finden. Jener zeigt Erbarmen gegen die Tiere und wird deshalb bewundert. Aber es gibt gewisse Menschen, an welchen er eben damit seine Grausamkeit hat auslassen wollen. Dort steht ein großer Künstler. Die vorempfundene Wollust am Neide bezwungener Nebenbuhler hat seine Kraft nicht schlafen lassen, bis dass er groß geworden ist. Wie viele bittere Augenblicke anderer Seelen hat er sich für das Großwerden zahlen lassen. Die Keuschheit der Nonne. Mit welchen strafenden Augen sieht sie in das Gesicht anderslebender Frauen? Wie viel Lust der Rache ist in diesen Augen? Das Thema ist kurz. Die Variationen darauf könnten zahllos sein, aber nicht leicht langweilig. Denn es ist immer noch eine gar zu paradoxe und fast wehetuende Neuigkeit, dass die Moralitäten der Auszeichnung im letzten Grunde die Lust an verfeinerter Grausamkeit ist. Im letzten Grunde. Das soll hier heißen, jedes Mal in der ersten Generation. Dann, wenn die Gewohnheit irgendeines auszeichnenden Tuns sich vererbt, wird doch der Hintergedanke nicht mitvererbt. Nur Gefühle, aber keine Gedanken ergeben sich fort. Und vorausgesetzt, dass er nicht durch die Erziehung wieder dahinter geschoben wird, gibt es in der zweiten Generation schon keine Lust der Grausamkeit mehr dabei, sondern Lust allein an der Gewohnheit als solcher. Diese Lust aber ist die erste Stufe des Guten. 31. Der Stolz auf den Geist. Der Stolz des Menschen, der sich gegen die Lehre der Abstammung von Tieren sträubt und zwischen Natur und Mensch die große Kluft legt. Dieser Stolz hat seinen Grund in einem Vorurteil über das, was Geist ist. Und dieses Vorurteil ist verhältnismäßig jung. In der großen Vorgeschichte der Menschheit setzte man Geist überall voraus und dachte nicht daran, ihn als Vorrecht des Menschen zu ehren.
weil man im Gegenteil das Geistige nebst allen Trieben, Bosheit, Neigungen zum Gemeingut und folglich gemein gemacht hatte, so schämte man sich nicht, von Tieren oder Bäumen abzustammen. Die vornehmen Geschlechter glaubten sich durch solche Fabeln geehrt und sah in dem Geiste das, was uns mit der Natur verbindet, nicht, was uns von ihr abscheidet. So erzog man sich in der Bescheidenheit und ebenfalls infolge eines Vorurteils. 32. Der Hemmschuh. Moralisch zu leiden und dann zu hören, dieser Art Leiden liege ein Irrtum zugrunde, dies empört. Es gibt ja einen so einzigen Trost, durch sein Leiden eine tiefere Welt der Wahrheit zu bejahen, als alle sonstige Welt ist. Und man will lieber leiden und sich dabei über die Wirklichkeit erhaben fühlen, durch das Bewusstsein jener tieferen Welt der Wahrheit damit nahe zu kommen, als ohne Leid und dann ohne dies Gefühl des Erhabenen sein. Somit ist es der Stolz und die gewohnte Art, ihn zu befriedigen, welche sich dem neuen Verständnis der Moral entgegenstemmen. Welche Kraft wird man also anzuwenden haben, um diesen Hemmschuh zu beseitigen? Mehr Stolz? Einen neuen Stolz? 33. Die Verachtung der Ursachen, der Folgen und der Wirklichkeit. Jene bösen Zufälle, welche eine Gemeinde treffen, plötzliche Wetter oder Unfruchtbarkeiten oder Seuchen, leiten alle Mitglieder auf den Argwohn, dass Verstöße gegen die Sitte begangen sind oder dass neue Gebräuche erfunden werden müssen, um eine neue dämonische Gewalt und Laune zu beschwichtigen. Diese Art Argwohn und Nachdenken geht somit gerade der Ergründung der wahren natürlichen Ursachen aus dem Wege. Sie nimmt die dämonische Ursache als die Voraussetzung. Hier ist eine Quelle der erblichen Verkehrtheit des menschlichen Intellekts. Und die andere Quelle entspringt daneben, indem man ebenso grundsätzlich den wahren natürlichen Folgen einer Handlung ein viel geringeres Argument schenkte als den übernatürlichen, den sogenannten Strafen und Gnaden der Gottheit. Es sind zum Beispiel bestimmte Bäder für bestimmte Zeiten vorgeschrieben. Man badet nicht, um rein zu werden, sondern weil es vorgeschrieben ist. Man lernt nicht die wirklichen Folgen der Unreinlichkeit fliehen, sondern das vermeintliche Missfallen der Götter an der Versäumnis eines Bades. Unter dem Drucke abergläubischer Angst argwöhnt man, es müsse sehr viel mehr mit diesem Abwaschen der Unreinlichkeit auf sich haben. Man legt zweite und dritte Bedeutungen hinein. Man verdirbt sich den Sinn und die Lust am Wirklichen und hält dies zuletzt nur insofern es Symbol sein kann, noch für wertvoll. So verachtet der Mensch im Banne der Sittlichkeit der Sitte erstens die Ursachen, zweitens die Folgen, drittens die Wirklichkeit und spinnt alle seine höheren Empfindungen der Ehrfurcht, der Erhabenheit, des Stolzes, der Dankbarkeit, der Liebe an eine eingebildete Welt an, die sogenannte höhere Welt. Und noch jetzt sehen wir die Folge, wo das Gefühl eines Menschen sich erhebt, da ist irgendwie jene eingebildete Welt im Spiel. Es ist traurig, aber einstweilen müssen dem wissenschaftlichen Menschen alle höheren Gefühle verdächtig sein. So sehr sind sie mit Wahn und Unsinn verquickt. Nicht, dass sie es an sich oder für immer sein müssten,
aber gewiss, wird von allen allmählichen Reinigungen, welche der Menschheit bevorstehen, die Reinigung der höheren Gefühle eine der allmählichsten sein. 34. Moralische Gefühle und moralische Begriffe. Ersichtlich werden moralische Gefühle so übertragen, dass die Kinder bei den Erwachsenen starke Neigungen und Abneigungen gegen bestimmte Handlungen wahrnehmen und dass sie als geborene Affen diese Neigungen und Abneigungen nachmachen. Im späteren Leben, wo sie sich voll von diesen angelernten und wohlgeübten Affekten finden, halten sie ein nachträgliches Warum, eine Art Begründung, dass jene Neigungen und Abneigungen berechtigt sind, für eine Sache des Anstandes. Diese Begründungen aber haben weder mit der Herkunft noch dem Grade des Gefühls bei ihnen etwas zu tun. Man findet sich eben nur mit der Regel ab, dass man als vernünftiges Wesen Gründe für sein Für und Wider haben müsse, und zwar angebbare und annehmbare Gründe. Insofern ist die Geschichte der moralischen Gefühle eine ganz andere als die Geschichte der moralischen Begriffe. Erstere sind mächtig vor der Handlung, letztere namentlich nach der Handlung, angesichts der Nötigung, sich über sie auszusprechen. 35. Gefühle und deren Abkunft von Urteilen. Vertraue deinem Gefühle, aber Gefühle sind nichts Letztes, Ursprüngliches. Hinter den Gefühlen stehen Urteile und Wertschätzungen, welche in der Form von Gefühlen, Neigungen, Abneigungen, uns vererbt sind. Die Inspiration, die aus dem Gefühle stammt, ist das Enkelkind eines Urteils und oft eines Falschen. Und jedenfalls nicht deines eigenen. Seinem Gefühle vertrauen, das heißt, seinen Großvater und seiner Großmutter und deren Großeltern mehr gehorchen als den Göttern, die in uns sind, unserer Vernunft und unserer Erfahrung. 36. Eine Narrheit der Pietät mit Hintergedanken. Wie? Die Erfinder der uralten Kulturen, der ältesten Verfertiger der Werkzeuge und Messschnüre, der Wagen und Schiffe und Häuser, die ersten Beobachter der himmlischen Gesetzmäßigkeit und der Regeln des Einmaleins. Sie seien etwas unvergleichlich anderes und Höheres als die Erfinder und Beobachter unserer Zeiten. Die ersten Schritte hätten einen Wert, dem alle unsere Reisen und Weltumsegelungen in Reiche der Entdeckungen nicht gleichkämen? So klingt das Vorurteil. So argumentiert man für die Geringschätzung des gegenwärtigen Geistes. Und doch liegt auf der Hand, dass der Zufall ehemals der größte aller Entdecker und Beobachter und der wohlwollende Einbläser jener erfinderischen Alten war. Und das bei der unbedeutendsten Erfindung, die jetzt gemacht wird. Mehr Geist, Zucht und wissenschaftliche Fantasie verbraucht wird, als früher in ganzen Zeitläuften überhaupt vorhanden war. 37. Falsche Schlüsse aus der Nützlichkeit. Wenn man die höchste Nützlichkeit einer Sache bewiesen hat, so ist damit auch noch kein Schritt zur Erklärung ihres Ursprungs getan. Das heißt, man kann mit der Nützlichkeit niemals die Notwendigkeit der Existenz verständlich machen. Aber gerade das umgekehrte Urteil hat bisher geherrscht und bis in die Gebiete der strengsten Wissenschaft hinein.
hat man nicht selbst in der Astronomie die angebliche Nützlichkeit in der Anordnung der Satelliten, das durch die größere Entfernung von der Sonne abgeschwächte Licht anderweitig zu ersetzen, damit es den Bewohnern der Gestirne nicht an Licht mangele, für den Endzweck ihrer Anordnung und für die Erklärung ihrer Entstehung ausgegeben. Wobei man sich der Schlüsse des Kolumbus erinnern wird. Die Erde ist für den Menschen gemacht. Also, wenn es Länder gibt, müssen sie bewohnt sein. Ist es wahrscheinlich, dass die Sonne auf nichts scheine und dass die nächtlichen Wachen der Sterne an pfadlose Meere und menschenleere Länder verschwendet werden? 38. Die Triebe durch die moralischen Urteile umgestaltet. Derselbe Trieb entwickelt sich zum peinlichen Gefühl der Feigheit unter dem Eindruck des Tadels, den die Sitte auf diesen Trieb gelegt hat. Oder zum angenehmen Gefühl der Demut, falls eine Sitte wie die christliche ihn sich ans Herz legt und gut geheißen hat. Das heißt, es hängt sich ihm entweder ein gutes oder ein böses Gewissen an. An sich hat er, wie jeder Trieb, weder dies noch überhaupt einen moralischen Charakter und Namen, noch selbst eine bestimmte begleitende Empfindung der Lust oder Unlust. Er erwirbt dies alles erst als seine zweite Natur, wenn er in Relation zu schon auf gut und böse getauften Trieben tritt oder als Eigenschaft von Wesen bemerkt wird, welche vom Volke schon moralisch festgestellt und abgeschätzt sind. So haben die älteren Griechen anders über den Neid empfunden als wir. Hesiod zählt ihn unter den Wirkungen der guten, wohltätigen Eris auf, und es hatte nichts Anstößiges, den Göttern etwas Neidisches zuzuerkennen. Begreiflich bei einem Zustande der Dinge, dessen Seele der Wettstreit war. Der Wettstreit aber war als gut festgestellt und abgeschätzt. Ebenfalls waren die Griechen von uns verschieden in der Abschätzung der Hoffnung. Man empfand sie als blind und tückisch. Hesiod hat das Stärkste über sie in einer Fabel angedeutet, und zwar etwas so Befremdendes, dass kein neuerer Erklärer es verstanden hat, denn es geht wieder den modernen Geist, welche vom Christentum her an die Hoffnung als eine Tugend zu glauben gelernt hat. Bei den Griechen dagegen, welche der Zugang zum Wissen der Zukunft nicht gänzlich verschlossen schien und denen in zahllosen Fällen eine Anfrage um die Zukunft zur religiösen Pflicht gemacht wurde, wo wir uns mit der Hoffnung begnügen, musste wohl, dank allen Orakeln und Wahrsagern, die Hoffnung etwas degradiert werden und ins Böse und Gefährliche hinabsinken. Die Juden haben den Zorn anders empfunden als wir und ihn heilig gesprochen. Dafür haben sie die düstere Majestät des Menschen, mit welcher verbunden er sich zeigte, unter sich in einer Höhe gesehen, die sich ein Europäer nicht vorzustellen vermag. Sie haben ihren zornigen Heiligen, Jehova, nach ihren zornigen heiligen Propheten gebildet. An ihnen gemessen sind die großen Zürner unter den Europäern gleichsam Geschöpfe aus zweiter Hand. 39. Das Vorurteil vom reinen Geiste. Überall, wo die Lehre von der reinen Geistigkeit geherrscht hat, hat sie mit ihren Ausschweifungen die Nervenkraft zerstört. Sie lehrte den Körper geringschätzen, vernachlässigen oder quälen und um aller seiner Triebe willen den Menschen selber quälen und geringschätzen. Sie gab verdüsterte, gespannte, gedrückte Seelen, welche noch überdies glaubten,
die Ursache ihres Elendgefühls zu kennen und sie vielleicht heben zu können. Im Körper muss sie liegen. Er blüht immer noch zu sehr. So schlossen sie, während tatsächlich derselbe gegen eine fortwährende Verhöhnung durch seine Schmerzen Einsprache über Einsprache erhob. Eine allgemeine, chronisch gewordene Übernervosität war endlich das Los jener tugendhaften Reingeistigen. Die Lust lernten sie nur noch in der Form der Ekstase und anderer Vorläufer des Wahnsinns kennen. Und ihr System kam auf eine Spitze, als es die Ekstase als das Höheziel des Lebens und als den verurteilenden Maßstab für alles Irdische nahm. 40. Das Grübeln über Gebräuche. Zahllose Vorschriften der Sitte, einem einmaligen seltsamen Vorkommnis flüchtig abgelesen, wurden sehr schnell unverständlich. Es ließ sich ihre Absicht ebenso wenig mit Sicherheit ausrechnen, wie die Strafe, welche der Übertretung folgen werde. Selbst über die Folge der Zeremonien blieb Zweifel. Aber indem man darüber hin und her riet, wuchs das Objekt eines solchen Grübelns an Wert. Und gerade das Absurdeste eines Gebrauches ging zuletzt in die heiligste Heiligkeit über. Man denke nicht gering von der hier in Jahrtausenden aufgewendeten Kraft der Menschheit und am wenigsten von der Wirkung dieses Grübelns über Gebräuche. Wir sind hier auf der ungeheuren Übungsstätte des Intellektes angelangt. Nicht nur, dass hier die Religionen ausgesponnen und fortgesponnen werden. Hier ist die würdige, obschon schauerliche Vorwelt der Wissenschaft. Hier wuchs der Dichter, der Denker, der Arzt, der Gesetzgeber. Die Angst vor dem Unverständlichen, welches in zweideutiger Weise von uns Zeremonien forderte, ging allmählich in den Reiz des Schwerverständlichen über. Und wo man nicht zu ergründen wusste, lernte man schaffen. 41. Zur Wertbestimmung der Vita Contemplativa. Vergessen wir als Menschen der Vita Contemplativa nicht, welche Art von Übel und Unsegen durch die verschiedenen Nachwirkungen der Beschaulichkeit auf die Menschen der Vita Activa gekommen ist. Kurz, welche Gegenrechnung der Vita Activa uns zu machen hat, wenn wir allzu stolz mit unseren Wohltaten uns vor ihr brüsten. Erstens. Die sogenannten religiösen Naturen, welche der Zahl nach unter den Kontemplativen überwiegen und folglich ihre gemeinste Spezies abgeben, haben zu allen Zeiten dahin gewirkt, den praktischen Menschen das Leben schwer zu machen und es ihnen womöglich zu verleiden. Den Himmel verdüstern, die Sonne auslöschen, die Freude verdächtigen, die Hoffnungen entwerten, die tätige Hand lähmen. Das haben sie verstanden, ebenso wie sie für elende Zeiten und Empfindungen ihre Tröstungen, Almosen, Handreichungen und Segenssprüche gehabt haben. Zweitens, die Künstler, etwas seltener als die Religiösen, aber doch immer noch eine häufige Art von Mensch der Vita Contemplativa, sind als Personen zumeist unleidlich, launisch, neidisch, gewaltsam, unfriedlich gewesen. Diese Wirkung ist von den erheiternden und erhebenden Wirkungen ihrer Werke in Abzug zu bringen. Drittens. Die Philosophen, eine Gattung, in der sich religiöse und künstlerische Kräfte beisammen vorfinden, doch so, dass etwas Drittes, das Dialektische, die Lust am Demonstrieren, noch daneben Platz hat, sind die Urheber von Übeln nach der Weise der Religiösen und der Künstler gewesen und haben noch dazu durch ihren dialektischen Hang vielen Menschen Langeweile gemacht. Doch war ihre Zahl
immer sehr klein. Viertens. Die Denker und die wissenschaftlichen Arbeiter. Sie waren selten auf Wirkungen aus, sondern gruben sich still ihre Maulwurfslöcher. So haben sie wenig Verdruss und Unbehagen gemacht und oft als Gegenstand des Spottes und Gelächters sogar, ohne es zu wollen, den Menschen der Vita Activa das Leben erleichtert. Zuletzt ist die Wissenschaft doch etwas sehr Nützliches für alle geworden. Wenn dieses Nutzens halber jetzt sehr viele zur Vita Activa vorherbestimmte sich einen Weg zur Wissenschaft bahnen, im Schweiße ihres Angesichts und nicht ohne Kopfzerbrechen und Verwünschungen, so trägt doch an solchem Ungemach die Schar der Denker und wissenschaftlichen Arbeiter keine Schuld. Es ist selbstgeschaffene Pein. 42. Herkunft der Vita Contemplativa. In rohen Zeiten, wo die pessimistischen Urteile über Mensch und Welt herrschen, ist der Einzelne im Gefühle seiner vollen Kraft immer darauf aus, jenen Urteilen gemäß zu handeln, also die Vorstellung in Aktion zu übersetzen, durch Jagd, Raub, Überfall, Misshandlung und Mord, eingerechnet die blässeren Abbilder jener Handlungen, wie sie innerhalb der Gemeinde allein geduldet werden. Lässt seine Kraft aber nach, fühlt er sich müde oder krank oder schwermütig oder übersättigt und infolge davon zeitweilig wunsch- und begierdenlos, so ist er da ein verhältnismäßig besserer, das heißt weniger schädlicher Mensch, und seine pessimistischen Vorstellungen entladen sich dann nur noch in Worten und Gedanken, zum Beispiel über den Wert seiner Genossen oder seines Weibes oder seines Lebens oder seiner Götter. Seine Urteile werden böse Urteile sein. In diesem Zustande wird er zum Denker und Vorausverkünder oder er dichtet an seinem Aberglauben weiter und sinnt neue Gebräuche aus oder er spottet seiner Feinde. Was er aber auch erdenkt, alle Erzeugnisse seines Geistes müssen seinen Zustand widerspiegeln, also die Zunahme der Furcht und der Ermüdung, die Abnahme seiner Schätzung des Handelns und Genießens. Der Gehalt dieser Erzeugnisse muss dem Gehalte dieser dichterischen, denkerischen, priesterlichen Stimmungen entsprechen. Das böse Urteil muss darin regieren. Später nannte man alle die, welche andauernd taten, was früher der Einzelne in jenem Zustande tat, welche also böse urteilten, melancholisch und tatenarm lebten, Dichter oder Denker oder Priester oder Medizinmänner. Man würde solche Menschen, weil sie nicht genug handelten, gerne geringschätzen und aus der Gemeinde gestoßen haben. Aber es gab auch eine Gefahr dabei. Sie waren dem Aberglauben und der Spur göttlicher Kräfte nachgegangen. Man zweifelte nicht daran, dass sie über unbekannte Mittel der Macht geböten. Dies ist die Schätzung, in der das älteste Geschlecht kontemplativer Naturen lebte. Genau so weit verachtet, als sie nicht gefürchtet wurden. In solcher vermummter Gestalt, in solchem zweideutigen Ansehen, mit einem bösen Herzen und oft mit einem geängstigten Kopfe, ist die Kontemplation zuerst auf der Erde erschienen, zugleich schwach und furchtbar, im Geheimen verachtet und öffentlich mit abergläubischer Ehrerbietung überschüttet. Hier, wie immer, muss es heißen, Pudenda Origo. 43. Wie viele Kräfte jetzt im Denker zusammenkommen müssen. Sich dem sinnlichen Anschauen zu entfremden,
sich zum Abstrakten zu erheben. Das ist wirklich einmal als Erhebung gefühlt worden. Wir können es nicht ganz mehr nachempfinden. Das Schwelgen in den blassesten Wort- und Dingbildern, das Spiel mit solchen unschaubaren, unhörbaren, unfühlbaren Wesen wurde wie ein Leben in einer anderen, höheren Welt empfunden. Aus der tiefen Verachtung der sinnlich tastbaren, verführerischen und bösen Welt heraus. Diese Abstrakta verführen nicht mehr, aber sie können uns führen. Dabei schwang man sich wie aufwärts. Nicht der Inhalt dieser Spiele der Geistigkeit. Sie selber sind das Höhere in den Vorzeiten der Wissenschaft gewesen. Daher Platos Bewunderung der Dialektik und sein begeisterter Glaube an ihre notwendige Beziehung zu dem guten, entsinnlichten Menschen. Nicht nur die Erkenntnisse sind einzeln und allmählich entdeckt worden, sondern auch die Mittel der Erkenntnis überhaupt, die Zustände und Operationen, die im Menschen dem Erkennen vorausgehen. Und jedes Mal schien es, als ob die neu entdeckte Operation oder der neu empfundene Zustand nicht ein Mittel zu allem Erkennen, sondern schon Inhalt, Ziel und Summe alles Erkennenswerten sei. Der Denker hat die Fantasie, den Aufschwung, die Abstraktion, die Entsinnlichung, die Erfindung, die Ahnung, die Induktion, die Dialektik, die Deduktion, die Kritik, die Materialsammlung, die unpersönliche Denkweise, die Beschaulichkeit und die Zusammenschauung und nicht am wenigsten Gerechtigkeit und Liebe gegen alles, was da ist, nötig. Aber alle diese Mittel haben einzeln in der Geschichte der Vita Contemplativa einmal als Zwecke und letzte Zwecke gegolten und jene Seligkeit ihren Erfindern gegeben, welche beim Aufleuchten eines letzten Zweckes in die menschliche Seele kommt. 44. Ursprung und Bedeutung. Warum kommt mir dieser Gedanke immer wieder und leuchtet mir in immer bunteren Farben? Dass ehemals die Forscher, wenn sie auf dem Wege zum Ursprung der Dinge waren, immer etwas von dem zu finden meinten, was von unschätzbarer Bedeutung für alles Handeln und Urteilen sei. Ja, dass man stets voraussetzte, von der Einsicht in den Ursprung der Dinge müsse des Menschen Heil abhängen. Dass wir jetzt hingegen, je weiter wir dem Ursprunge nachgehen, umso weniger mit unserem Interessen beteiligt sind. Ja, dass alle unsere Wertschätzungen und Interessiertheiten, die wir in die Dinge gelegt haben, anfangen, ihren Sinn zu verlieren, je mehr wir mit unserer Erkenntnis zurück an die Dinge selbst herangelangen. Mit der Einsicht in den Ursprung nimmt die Bedeutungslosigkeit des Ursprungs zu. Während das Nächste, das um uns und in uns allmählich Farben und Schönheiten und Rätsel und Reichtümer von Bedeutung aufzuzeigen beginnt, von denen sich die ältere Menschheit nichts träumen ließ. Ehemals gingen die Denker gleich eingefangenen Tieren ingrimmig herum, immer nach den Stäben ihres Käfigs spähend und gegen diese anspringend, um sie zu zerbrechen. Und selig schien der, welcher durch eine Lücke etwas von dem Draußen, von dem Jenseits und der Ferne zu sehen glaubte. 45. Ein Tragödienausgang der Erkenntnis. Von allen Mitteln der Erhebung sind es die Menschenopfer gewesen, welche zu allen Zeiten den Menschen am meisten erhoben und gehoben haben. Und vielleicht
könnte mit einem ungeheuren Gedanken immer noch jede andere Bestrebung niedergerungen werden, sodass ihm der Sieg über den Siegreichsten gelänge, mit dem Gedanken der sich opfernden Menschheit. Wem aber sollte sie sich opfern? Man kann bereits darauf schwören, dass, wenn jemals das Sternbild dieses Gedankens am Horizont erscheint, die Erkenntnis der Wahrheit als das einzige ungeheure Ziel übrig geblieben sein wird, dem ein solches Opfer angemessen wäre, weil ihm kein Opfer zu groß ist. Inzwischen ist das Problem noch nie aufgestellt worden, inwiefern der Menschheit als einem Ganzen Schritte möglich sind, die Erkenntnis zu fördern, geschweige denn, welcher Erkenntnistrieb die Menschheit so weit treiben könnte, sich selber darzubringen, um mit dem Leuchten einer vorwegnehmenden Weisheit im Auge zu sterben. Vielleicht, wenn einmal eine Verbrüderung mit Bewohnern anderer Sterne zum Zweck der Erkenntnis hergestellt ist und man einige Jahrtausende lang sich sein Wissen von Stern zu Stern mitgeteilt hat. Vielleicht, dass dann die Begeisterung der Erkenntnis auf eine solche Fluthöhe kommt. 46. Zweifel am Zweifel. Welch gutes Kopfkissen ist der Zweifel für einen wohlgebauten Kopf? Dies Wort Montaignes hat Pascal immer erbittert, denn es verlangte niemanden gerade so stark nach einem guten Kopfkissen als ihn. Woran fehlte es doch? 47. Die Worte liegen uns im Wege. Überall, wo die Uralten ein Wort hinstellen, da glaubten sie, eine Entdeckung gemacht zu haben. Wie anders stand es in Wahrheit? Sie hatten an ein Problem gerührt und indem sie wähnten, es gelöst zu haben, hatten sie ein Hemmnis der Lösung geschaffen. Jetzt muss man bei jeder Erkenntnis über steinharte, verewigte Worte stolpern und wird dabei eher ein Bein brechen als ein Wort. 48. Erkenne dich selbst ist die ganze Wissenschaft. Erst am Ende der Erkenntnis aller Dinge wird der Mensch sich selber erkannt haben. Denn die Dinge sind nur die Grenzen des Menschen. 49. Das neue Grundgefühl, unsere endgültige Vergänglichkeit. Ehemals suchte man zum Gefühl der Herrlichkeit des Menschen zu kommen, indem man auf seine göttliche Abkunft hinzeigte. Dies ist jetzt ein verbotener Weg geworden, denn an seiner Tür steht der Affe, nebst anderem gräulichen Getier, und fletscht verständnisvoll die Zähne, wie, um zu sagen, nicht weiter in dieser Richtung. So versucht man es jetzt in der entgegengesetzten Richtung. Der Weg, wohin die Menschheit geht, soll zum Beweise ihrer Herrlichkeit und Gottverwandtschaft dienen. Ach, auch damit ist es nichts. Am Ende dieses Weges steht die Graburne des letzten Menschen und Totengräbers mit der Aufschrift Nihil humani ame alenium puto. Wie hoch die Menschheit sich entwickelt haben möge, und vielleicht wird sie am Ende gar tiefer als am Anfang stehen, es gibt für sie keinen Übergang in eine höhere Ordnung, so wenig die Ameise und der Ohrwurm am Ende ihrer Erdenbahn zur Gottverwandtschaft und Ewigkeit emporsteigen. Das Werden schleppt das Gewesensein hinter sich her. Warum sollte es von diesem ewigen Schauspiele eine Ausnahme für irgendein Sternchen und wiederum für ein Gattungchen auf ihm geben? Fort mit solchen Sentimentalitäten. 50. Der Glaube an den Rausch. Der Mensch der erhabenen und verzückten Augenblicke
denen es für gewöhnlich um des Gegensatzes willen und wegen der verschwenderischen Abnützung ihrer Nervenkräfte elend und trostlos zumute ist, betrachten jene Augenblicke als das eigentliche Selbst, als sich, das Elend und die Trostlosigkeit als die Wirkung des Außer sich. Und deshalb denken sie an ihre Umgebung, ihre Zeit, ihre ganze Welt mit rachsüchtigen Gefühlen. Der Rausch gilt ihnen als das wahre Leben, als das eigentliche Ich. In allem anderen sehen sie die Gegner und Verhinderer des Rausches, sei dieser nun geistiger, sittlicher, religiöser oder künstlerischer Natur. Diesen schwärmerischen Trunkenbolden verdankt die Menschheit viel Übles, denn sie sind die unersättlichen Unkrautausseher der Unzufriedenheit mit sich und den Nächsten, der Zeit- und Weltverachtung und namentlich der Weltmüdigkeit. Vielleicht könnte eine ganze Hölle von Verbrechern nicht diese drückende, land- und luftverderbende, unheimliche Nachwirkung in die fernste Ferne hinhaben, wenn jene kleine, edle Gemeinde von Unbändigen, Phantasten, Halbverrückten, von Genies, die sich nicht beherrschen können und allen möglichen Genuss an sich erst dann haben, wenn sie sich völlig verlieren. Während der Verbrecher sehr oft noch einen Beweis von ausgezeichneter Selbstbeherrschung, Aufopferung und Klugheit gibt und diese Eigenschaften bei denen, welche ihn fürchten, wach erhält. Durch ihn wird der Himmel über dem Leben vielleicht gefährlich und düster, aber die Luft bleibt kräftig und streng. Zu alledem pflanzen jene Schwärmer mit allen ihren Kräften den Glauben an den Rausch als an das Leben im Leben. Einen furchtbaren Glauben. Wie die Wilden jetzt schnell durch das Feuerwasser verdorben werden und zugrunde gehen, so ist die Menschheit im Ganzen und Großen langsam und gründlich durch die geistigen Feuerwässer, Trunken, machender Gefühle und durch die, welche die Begierde danach lebendig erhielten, verdorben worden. Vielleicht geht sie noch daran zugrunde. 51. So wie wir noch sind. Seien wir nachsichtig gegen die großen Einäugigen, hat Stuart Mill gesagt. Als ob Nachsicht zu erbitten nötig wäre, wo man gewöhnt ist, ihnen Glauben und beinahe Anbetung zu zollen. Ich sage, seien wir nachsichtig gegen die Zweiäugigen, große und kleine, denn höher als bis zur Nachsicht werden wir, so wie wir sind, es doch nicht bringen. 52. Wo sind die neuen Ärzte der Seele? Die Mittel des Trostes sind es gewesen, durch welche das Leben erst jenen leidvollen Grundcharakter, an den man jetzt glaubt, bekommen hat. Die größte Krankheit der Menschen ist aus der Bekämpfung ihrer Krankheiten entstanden. Und die anscheinenden Heilmittel haben auf die Dauer Schlimmeres erzeugt, als das war, was mit ihnen beseitigt werden sollte. Aus Unkenntnis hielt man die augenblicklich wirkenden, betäubenden und berauschenden Mittel, die sogenannten Tröstungen, für die eigentlichen Heilkräfte. Ja, man merkte es nicht einmal, dass man diese sofortigen Erleichterungen oft mit der allgemeinen und tiefen Verschlechterung des Leidens bezahlte, dass die Kranken an der Nachwirkung des Rausches, später an der Entbehrung des Rausches und noch später an einem drückenden Gesamtgefühl von Unruhe, Nervenzittern und Ungesundheit zu leiden hatten. Wenn man bis zu einem gewissen Grade erkrankt war, genas man nicht mehr. Dafür sorgten die Ärzte der Seele, die allgemein Beglaubigten und Angebeteten. Man sagt Schopenhauer nach und mit Recht, dass er die Leiden der Menschheit endlich einmal wieder ernst genommen habe. Wo ist der,
welcher endlich auch einmal die Gegenmittel gegen diese Leiden ernst nimmt und die unerhörte Quacksalberei an den Pranger stellt, mit der, unter den herrlichsten Namen, bis jetzt die Menschheit ihre Seelenkrankheiten zu behandeln gewöhnt ist. 53. Missbrauch der Gewissenhaften. Die Gewissenhaften und nicht die Gewissenlosen waren es, die so furchtbar unter dem Druck von Bußpredigten und Höllenängsten zu leiden hatten, zumal wenn sie zugleich Menschen der Fantasie waren. Also ist gerade denen das Leben am meisten verdüstert worden, welche Heiterkeit und anmutige Bilder nötig hatten. Nicht nur zu ihrer Erholung und Genesung von sich selber, sondern damit die Menschheit sich ihrer erfreuen könne und von ihrer Schönheit einen Strahl in sich hinübernehme. Oh, wie viel überflüssige Grausamkeit und Tierquälerei ist von jenen Religionen ausgegangen, welche die Sünde erfunden haben, und von den Menschen, welche durch sie den höchsten Genuss ihrer Macht haben wollten. 54. Die Gedanken über die Krankheit. Die Fantasie des Kranken beruhigen, dass er wenigstens nicht, wie bisher, mehr von seinen Gedanken über seine Krankheit zu leiden hat, als von der Krankheit selber. Ich denke, das ist etwas. Und es ist nicht wenig. Versteht ihr nun unsere Aufgabe? 55. Die Wege. Die angeblichen kürzeren Wege haben die Menschheit immer in große Gefahr gebracht. Sie verlässt immer bei der frohen Botschaft, dass ein solcher kürzerer Weg gefunden sei, ihren Weg, und verliert den Weg. 56. Der Apostat des freien Geistes. Wer hat denn gegen fromme, glaubensstarke Menschen eine Abneigung? Umgekehrt, sehen wir sie nicht mit stiller Hochachtung an und freuen uns ihrer, mit einem gründlichen Bedauern, dass diese trefflichen Menschen nicht mit uns zusammen empfinden? Aber woher stammt jener tiefe, plötzliche Widerwille, ohne Gründe gegen den, der einmal alle Freiheit des Geistes hatte und am Ende gläubig wurde? Denken wir daran, so ist es uns, als hätten wir einen ekelhaften Anblick gehabt, den wir schnell von der Seele wegwischen müssten. Würden wir nicht dem verehrtesten Menschen den Rücken drehen, wenn er in dieser Beziehung uns verdächtig würde? Und zwar nicht aus einer moralischen Verurteilung, sondern aus einem plötzlichen Ekel und Grausen. Woher diese Schärfe der Empfindung? Vielleicht wird uns dieser oder jener zu verstehen geben, dass wir im Grunde unser selber nicht ganz sicher seien. Dass wir bei Zeiten Dornenhecken der spitzesten Verachtung um uns pflanzten, damit wir im entscheidenden Augenblicke, wo das Alter uns schwach und vergesslich mache, über unsere eigene Verachtung nicht hinweg könnten. Aufrichtig. Diese Vermutung greift fehl. Und wer sie macht, weiß nichts von dem, was den freien Geist bewegt und bestimmt. Wie wenig erscheint ihm das Verändern seiner Meinungen an sich als verächtlich? Wie verehrt er umgekehrt in der Fähigkeit, seine Meinungen zu wechseln, eine seltene und hohe Auszeichnung, namentlich, wenn sie bis ins Alter hineinreicht? Und selbst zu den verbotenen Früchten des Spernere se Sperni und des Spernere se Ipsum greift sein Ehrgeiz hinauf und nicht sein Kleinmut. Geschweige, dass er die Angst des Eitlen und Bequemen davor hätte. Zu alledem gilt ihm die Lehre von der Unschuld aller Meinungen, so sicher wie die Lehre von der Unschuld aller Handlungen.
Wie könnte er vor dem Apostaten der geistigen Freiheit zum Richter und Henker werden? Vielmehr berührt ihn sein Anblick, wie der Anblick eines widerlich Erkrankten den Arzt berührt. Der physische Ekel vor dem schwammigen, erweichten, überwuchernden, eiternden siegt einen Augenblick über die Vernunft und den Willen, zu helfen. So wird unser guter Wille von der Vorstellung der ungeheuren Unredlichkeit überwältigt, welche im Apostaten des freien Geistes gewaltet haben muss. Von der Vorstellung eines allgemeinen und bis ins Knochen gerüstete, des Charakters greifenden Entartung. 57. Andere Furcht, andere Sicherheit. Das Christentum hatte dem Leben eine ganz neue und unbegrenzte Gefährlichkeit beigelegt und damit ebenfalls ganz neue Sicherheiten, Genüsse, Erholungen und Abschätzungen aller Dinge geschaffen. Diese Gefährlichkeit leugnet unser Jahrhundert und mit gutem Gewissen. Und doch schleppt es die alten Gewohnheiten der christlichen Sicherheit, des christlichen Genießens, sich Erholens, Abschätzens noch mit sich fort. Und bis in seine edelsten Künste und Philosophien hinein, wie matt und verbraucht, wie halb und linkisch, wie willkürlich fanatisch und vor allem, wie unsicher muss das alles sich ausnehmen, jetzt, da jener furchtbare Gegensatz dazu, die allgegenwärtige Furcht des Christen, für sein ewiges Heil verloren gegangen ist. 58. Das Christentum und die Affekte. Aus dem Christentum ist auch ein großer volkstümlicher Protest gegen die Philosophie herauszuhören. Die Vernunft der alten Weisen hatte den Menschen die Affekte widerraten. Das Christentum will dieselben ihnen wiedergeben. Zu diesem Zwecke spricht es der Tugend, so wie sie von den Philosophen gefasst war, als Sieg der Vernunft über den Affekt, allen moralischen Wert ab, verurteilt überhaupt die Vernünftigkeit und fordert die Affekte heraus, sich in ihrer äußersten Stärke und Pracht zu offenbaren, als Liebe zu Gott, Furcht vor Gott, als fanatischen Glauben an Gott, als blindestes Hoffen auf Gott. 59. Irrtum als Labsal. Man mag sagen, was man will. Das Christentum hat die Menschen von der Last der moralischen Anforderungen befreien wollen, dadurch, dass es einen kürzeren Weg zur Vollkommenheit zu zeigen meinte. Ganz so, wie einige Philosophen sich der mühseligen und langwierigen Dialektik und der Sammlung streng geprüfter Tatsachen entschlagen zu können wähnten und auf einen königlichen Weg zur Wahrheit verwiesen. Es war beide Male ein Irrtum, aber doch ein großes Labsal für Übermüde und Verzweifelnde in der Wüste. 60. Aller Geist wird endlich leiblich sichtbar. Das Christentum hat den gesamten Geist zahlloser Unterwerfungslustiger, aller jener feinen und groben Enthusiasten der Demütigung und Anbetung in sich geschlungen. Es ist damit aus einer ländlichen Plumpheit, an welche man zum Beispiel bei dem ältesten Bilde des Apostels Petrus stark erinnert wird, eine sehr geistreiche Religion geworden, mit Tausenden von Falten, Hintergedanken und Ausflüchten im Gesichte. Es hat die Menschheit Europas gewitzigt und nicht nur theologisch verschlagen gemacht. In diesem Geiste und im Bunde mit der Macht und sehr oft mit der tiefsten Überzeugung und Ehrlichkeit der Hingebung hat es vielleicht
die feinsten Gestalten der menschlichen Gesellschaft ausgemeißelt, die es bisher gegeben hat. Die Gestalten der höheren und höchsten katholischen Geistlichkeit, namentlich, wenn diese einem vornehmen Geschlechte entsprossen waren und von vornherein angeborene Anmut der Gebärden, herrschende Augen und schöne Hände und Füße hinzubrachten. Hier erreicht das menschliche Antlitz jene Durchgeistigung, die durch die beständige Ebbe und Flut der zwei Arten des Glücks, des Gefühls der Macht und des Gefühls der Ergebung, hervorgebracht wird, nachdem eine ausgedachte Lebensweise das Tier im Menschen gebändigt hat. Hier hält eine Tätigkeit, die im Segnen, Sünden vergeben und Repräsentieren der Gottheit besteht, fortwährend das Gefühl einer übermenschlichen Mission in der Seele, ja auch im Leibe wach. Hier herrscht jene vornehme Verachtung gegen die Gebrechlichkeit von Körper und Wohlfahrt des Glückes, wie sie geborenen Soldaten zu eigen ist. Man hat im Gehorchen seinen Stolz, was das Auszeichnende aller Aristokraten ausmacht. Man hat in der ungeheuren Unmöglichkeit seiner Aufgabe seine Entschuldigung und seine Idealität. Die mächtige Schönheit und Feinheit der Kirchenfürsten hat immer da für das Volk die Wahrheit der Kirche bewiesen. Eine zeitweilige Brutalisierung der Geistlichkeit, wie zu Zeiten Luthers, führte immer den Glauben an das Gegenteil mit sich. Und dies Ergebnis menschlicher Schönheit und Feinheit in der Harmonie von Gestalt, Geist und Aufgabe wäre, mit dem Ende der Religionen auch zu Grabe getragen? Und Höheres ließe sich nicht erreichen, nicht einmal ersinnen? 61. Das Opfer, das Not tut. Diese ernsten, tüchtigen, rechtlichen, tief empfindenden Menschen, welche jetzt noch von Herzen Christen sind. Sie sind es sich schuldig, einmal auf längere Zeit versuchsweise ohne Christentum zu leben. Sie sind es ihrem Glauben schuldig, einmal auf diese Art einen Aufenthalt in der Wüste zu nehmen, nur damit sie sich das Recht erwerben, in der Frage, ob das Christentum nötig sei, mitzureden. Einstweilen kleben sie an ihrer Scholle und lästern von da aus die Welt jenseits der Scholle. Ja, sie sind böse und erbittert, wenn jemand zu verstehen gibt, dass jenseits der Scholle eben noch die ganze, ganze Welt liegt. Dass das Christentum alles in allem eben nur ein Winkel ist. Nein, euer Zeugnis wiegt nicht eher etwas, als bis ihr jahrelang ohne Christentum gelebt habt, mit einer ehrlichen Inbrunst danach, es im Gegenteile des Christentums auszuhalten, bis ihr weit, weit von ihm fortgewandert seid. Nicht, wenn das Heimweh euch zurücktreibt, sondern das Urteil aufgrund einer strengen Vergleichung. So hat euer Heimkehren etwas zu bedeuten. Die zukünftigen Menschen werden es einmal so mit allen Wertschätzungen der Vergangenheit machen. Man muss sie freiwillig noch einmal durchleben und ebenso ihr Gegenteil, um schließlich das Recht zu haben, sie durch das Sieb fallen zu lassen. 62. Vom Ursprunge der Religionen. Wie kann einer seine eigene Meinung über die Dinge als eine Offenbarung empfinden? Das ist das Problem von der Entstehung der Religionen. Jedes Mal hat es einen Menschen dabei gegeben, in welchem jener Vorgang möglich war. Die Voraussetzung ist, dass er vorher schon an Offenbarungen glaubte. Nun gewinnt er eines Tages plötzlich seinen neuen Gedanken. Und das Beseligende
einer eigenen großen Welt und Dasein umspannenden Hypothese tritt so gewaltig in sein Bewusstsein, dass er sich nicht als Schöpfer einer solchen Seligkeit zu fühlen wagt und die Ursache davon und wieder die Ursache der Ursache jenes neuen Gedankens seinem Gotte zuschreibt, als dessen Offenbarung. Wie sollte ein Mensch der Urheber eines so großen Glückes sein können, lautet sein pessimistischer Zweifel. Dazu wirken nun im Verborgenen andere Hebel. Zum Beispiel, man bekräftigt seine Meinung vor sich dadurch, dass man sie als Offenbarung empfindet. Man streicht damit das Hypothetische weg. Man entzieht sie der Kritik, ja dem Zweifel. Man macht sie heilig. So erniedrigt man sich zwar selber zum Organon, aber unser Gedanke siegt zuletzt als Gottesgedanke. Dieses Gefühl, damit am Ende Sieger zu bleiben, erringt die Oberhand über jenes Gefühl der Erniedrigung. Auch ein anderes Gefühl spielt im Hintergrunde. Wenn man seine Erzeugnis über sich selber erhebt und scheinbar vom eigenen Werte absieht, so gibt es doch dabei ein Frohlocken von Vaterliebe und Vaterstolz, das alles ausgleicht und mehr als ausgleicht. 63. Nächstenhass. Gesetzt, wir empfänden den anderen so, wie er sich selber empfindet. Das, was Schopenhauer Mitleid nennt und was richtiger Einleid, Einleidigkeit hieße, so würden wir ihn hassen müssen, wenn er sich selber, gleich Pascal, hassenswert findet. Und so empfand wohl auch Pascal im Ganzen gegen die Menschen und ebenso das alte Christentum, das man unter Nero des Odium generis humani überführte, wie Tacitus meldet. 64. Die Verzweifelnden. Das Christentum hat den Instinkt des Jägers für alle die, welche irgendwodurch überhaupt zur Verzweiflung zu bringen sind. Nur eine Auswahl der Menschheit ist deren fähig. Hinter ihnen ist es immer her. Ihnen lauert es auf. Pascal machte den Versuch, ob nicht mit Hilfe der schneidendsten Erkenntnis jedermann zur Verzweiflung gebracht werden könnte. Der Versuch misslang zu seiner zweiten Verzweiflung. 65. Brahmanen und Christentum. Es gibt Rezepte zum Gefühle der Macht. Einmal für solche, welche sich selber beherrschen können und welche bereits dadurch in einem Gefühle der Macht zu Hause sind. Sodann für solche, welchen gerade dies fehlt. Für Menschen der ersten Gattung hat das Brahmanentum Sorge getragen. Für Menschen der zweiten Gattung das Christentum. 66. Fähigkeit der Vision. Durch das ganze Mittelalter hindurch galt als das eigentliche und entscheidende Merkmal des höchsten Menschentums, dass man der Vision, das heißt einer tiefen geistigen Störung, fähig sei. Und im Grunde gehen die mittelalterlichen Lebensvorschriften aller höheren Naturen oder Religiosi darauf hinaus, den Menschen der Vision fähig zu machen. Was Wunder, wenn noch in unsere Zeit hinein eine Überschätzung halbgestörter, fantastischer, fanatischer, sogenannter genialer Personen überströmte. Sie haben Dinge gesehen, die andere nicht sehen. Gewiss, und dies sollte uns vorsichtig gegen sie stimmen, aber nicht gläubig. 67. Preis der Gläubigen. Wer solchen Wert darauf legt, dass an ihn geglaubt werde,
dass er den Himmel für diesen Glauben gewährleistet. Und jedermann, sei es selbst ein Schächer am Kreuze, der muss an einem furchtbaren Zweifel gelitten und jede Art von Kreuzigung kennengelernt haben. Er würde sonst seine Gläubigen nicht so teuer kaufen. 68. Der erste Christ. Alle Welt glaubt noch immer an die Schriftstellerei des Heiligen Geistes oder steht unter der Nachwirkung dieses Glaubens. Wenn man die Bibel aufmacht, so geschieht es, um sich zu erbauen, um in seiner eigenen, persönlichen, großen oder kleinen Not einen Fingerzeig des Trostes zu finden. Kurz, man liest sich hinein und sich heraus. Dass in ihr auch die Geschichte einer der ehrgeizigsten und aufdringlichsten Seelen und eines ebenso abergläubischen als verschlagenen Kopfes beschrieben steht, die Geschichte des Apostels Paulus. Wer weiß das, einige Gelehrte abgerechnet. Ohne diese merkwürdige Geschichte aber, ohne die Verwirrungen und Stürme eines solchen Kopfes, einer solchen Seele, gäbe es keine Christenheit. Kaum würden wir von einer kleinen jüdischen Sekte erfahren haben, deren Meister am Kreuze starb. Freilich, hätte man eben diese Geschichte zur rechten Zeit begriffen, hätte man die Schriften des Paulus nicht als die Offenbarungen des Heiligen Geistes, sondern mit einem redlichen und freien eigenen Geiste und ohne alle unsere persönliche Not dabei zu denken, gelesen, wirklich gelesen. Es gab anderthalb Jahrtausend keine solchen Leser. So würde es auch mit dem Christentum längst vorbei sein. So sehr legen diese Blätter des jüdischen Pascal den Ursprung des Christentums bloß, wie die Blätter des französischen Pascal sein Schicksal und das, woran er zugrunde gehen wird, bloßlegen. Dass das Schiff des Christentums einen guten Teil des jüdischen Ballastes über Bord warf, dass es unter die Heiden ging und gehen konnte, das hängt an der Geschichte dieses einen Menschen, eines sehr gequälten, sehr bemitleidenswerten, sehr unangenehmen und sich selber unangenehmen Menschen. Er litt an einer fixen Idee oder deutlicher, an einer fixen, stets gegenwärtigen, nie zur Ruhe kommenden Frage. Welche Bewandtnis es mit dem jüdischen Gesetze habe, und zwar mit der Erfüllung dieses Gesetzes. In seiner Jugend hatte er ihm selber genug tun wollen, heißhungrig nach dieser höchsten Auszeichnung, welche die Juden zu gedenken vermochten. Dieses Volk, welches die Fantasie der sittlichen Erhabenheit höher als irgendein anderes Volk getrieben hat und welchem allein die Schöpfung eines heiligen Gottes nebst dem Gedanken der Sünde als eines Vergehens an dieser Heiligkeit gelungen ist. Paulus war zugleich der fanatische Verteidiger und Ehrenwächter dieses Gottes und seines Gesetzes geworden und fortwährend im Kampfe und auf der Lauer gegen die Übertreter und Anzweifler desselben, hart und böse gegen sie und zum Äußersten dem Strafen geneigt. Und nun erfuhr er an sich, dass er, hitzig, sinnlich, melancholisch, bösartig im Hass, wie er war, das Gesetz selber nicht erfüllen konnte. Ja, was ihm das Seltsamste erschien, dass seine ausschweifende Herrschsucht fortwährend gereizt wurde, es zu übertreten, und dass er diesem Stachel nachgeben musste. Ist es wirklich die Fleischlichkeit, welche ihn immer wieder zum Übertreter macht? Und nicht vielmehr, wie er später argwöhnte, hinter ihr das Gesetz selber, welches sich fortwährend als unerfüllbar beweisen muss und mit unwiderstehlichem Zauber zur Übertretung lockt? Aber damals hatte er diesen Ausweg noch nicht.
Vielerlei lag ihm auf dem Gewissen. Er deutet hin auf Feindschaft, Mord, Zauberei, Bilderdienst, Unzucht, Trunkenheit und Lust an ausschweifenden Gelagen. Und wie sehr er auch diesem Gewissen und noch mehr seiner Herrschsucht durch den äußersten Fanatismus der Gesetzesverehrung und Verteidigung wieder Luft zu machen suchte. Es kamen Augenblicke, wo er sich sagte, es ist alles umsonst. Die Marter des unerfüllten Gesetzes ist nicht zu überwinden. Ähnlich mag Luther empfunden haben, als er der vollkommene Mensch des geistlichen Ideals in seinem Kloster werden wollte. Und ähnlich wie Luther, der eines Tages das geistliche Ideal und den Papst und die Heiligen und die ganzen Klerisei zu hassen begann, mit einem wahren, tödlichen Hass. Je weniger er ihn sich eingestehen durfte, ähnlich erging es Paulus. Das Gesetz war das Kreuz, an welches er sich geschlagen fühlte. Wie hasste er es? Wie trug er es ihm nach? Wie suchte er herum, um ein Mittel zu finden, es zu vernichten? Nicht mehr es für seine Person zu erfüllen. Und endlich leuchtete ihm der rettende Gedanke auf, zugleich mit einer Vision, wie es bei diesem Epileptiker nicht anders zugehen konnte. Ihm, dem wütenden Eiferer des Gesetzes, der innerlich dessen Tod müde war, erschien auf einsamer Straße jener Christus, den Lichtglanz Gottes auf seinem Gesichte. Und Paulus hörte die Worte. Warum verfolgst du mich? Das Wesentliche, was da geschah, ist aber dies. Sein Kopf war auf einmal hell geworden. Es ist unvernünftig, hatte er sich gesagt, gerade diesen Christus zu verfolgen. Hier ist ja der Ausweg, hier ist ja die vollkommene Rache. Hier und nirgends sonst habe und halte ich ja den Vernichter des Gesetzes. Der Kranke des gequältesten Hochmutes fühlt sich mit einem Schlage wiederhergestellt. Die moralische Verzweiflung ist wie fortgeblasen. Denn die Moral ist fortgeblasen, vernichtet, nämlich erfüllt, dort am Kreuze. Bisher hatte ihm jener schmähliche Tod als Hauptargument gegen die Messianität, von der die Anhänger der neuen Lehre sprachen, gegolten. Wie aber, wenn er nötig war, um das Gesetz abzutun? Die ungeheuren Folgen dieses Einfalls, dieser Rätsellösung, wirbeln vor seinem Blicke. Er wird mit einem Male der glücklichste Mensch. Das Schicksal der Juden, nein, aller Menschen scheint ihm an diesem Einfall, an diese Sekunde seines plötzlichen Aufleuchtens gebunden. Er hat den Gedanken der Gedanken, den Schlüssel der Schlüssel, das Licht der Lichter. Um ihn selber dreht sich fürderhin die Geschichte, denn er ist von jetzt ab der Lehrer der Vernichtung des Gesetzes. Dem Bösen absterben, das heißt auch dem Gesetz absterben. Im Fleische sein, das heißt auch im Gesetze sein. Mit Christus eins geworden, das heißt auch mit ihm der Vernichter des Gesetzes geworden. Mit ihm gestorben, das heißt, auch dem Gesetze abgestorben. Selbst wenn es noch möglich wäre, zu sündigen, so doch nicht mehr gegen das Gesetz. Ich bin außerhalb desselben. Wenn ich jetzt das Gesetz wieder aufnehmen und mich ihm unterwerfen wollte, so würde ich Christus zum Mithelfer der Sünde machen. Denn das Gesetz war dazu da, dass gesündigt werde. Es trieb die Sünde immer hervor, wie ein scharfer Saft die Krankheit. Gott hätte den Tod Christi nie beschließen können, wenn überhaupt ohne diesen Tod eine Erfüllung des Gesetzes möglich gewesen wäre. Jetzt ist nicht nur alle Schuld abgetragen, sondern
die Schuld an sich vernichtet. Jetzt ist das Gesetz tot. Jetzt ist die Fleischlichkeit, in der es wohnt, tot. Oder wenigstens in fortwährendem Absterben, gleichsam verwesend. Noch kurze Zeit inmitten dieser Verwesung. Das ist das Los des Christen, bevor er, eins geworden mit Christus, aufersteht mit Christus, an der göttlichen Herrlichkeit teilnimmt mit Christus und Sohn Gottes wird, gleich Christus. Damit ist der Rausch des Paulus auf seinem Gipfel und ebenfalls die Zudringlichkeit seiner Seele mit dem Gedanken des Einswerdens ist jede Scham, jede Unterordnung, jede Schranke von ihr genommen. Und der unbändige Wille der Herrschsucht offenbart sich als ein vorwegnehmendes Schwelgen in göttlichen Herrlichkeiten. Dies ist der erste Christ, der Erfinder der Christlichkeit. Bis dahin gab es nur einige jüdische Sektierer. 69. Unnachahmlich. Es gibt eine ungeheure Spannung und Spannweite zwischen Neid und Freundschaft, zwischen Selbstverachtung und Stolz. In der ersten lebte der Grieche, in der zweiten der Christ. 70. Wozu ein grober Intellekt Nütze ist. Die christliche Kirche ist eine Enzyklopädie von vorzeitlichen Kulten und Anschauungen der verschiedensten Abkunft und deshalb so missionsfähig. Sie mochte ehemals, sie mag jetzt kommen, wohin sie will, sie fand und findet etwas Ähnliches vor, dem sie sich anpassen und dem sie allmählich ihren Sinn unterschieben kann. Nicht das Christliche an ihr, sondern das Universal-Heidnische ihrer Gebräuche ist der Grund für die Ausbreitung dieser Weltreligion. Ihre Gedanken, die zugleich im Jüdischen und im Hellenischen wurzeln, haben von Anbeginn an über die nationalen und rassemäßigen Absonderungen und Feinheiten, gleich als über Vorurteile, sich zu erheben gewusst. Mag man diese Kraft, das Verschiedenste ineinander wachsen zu lassen, immerhin bewundern. Nur vergesse man auch die verächtliche Eigenschaft dieser Kraft nicht, die erstaunliche Grobheit und Genügsamkeit ihres Intellekts in der Zeit der Kirchenbildung, um dergestalt mit jeder Kost für lieb zu nehmen und Gegensätze wie Kieselsteine zu verdauen. 71. Die christliche Rache an Rom. Nichts ermüdet vielleicht so sehr als der Anblick eines beständigen Siegers. Man hatte Rom 200 Jahre lang ein Volk nach dem anderen sich unterwerfen sehen. Der Kreis war umspannt, alle Zukunft schien am Ende. Alle Dinge wurden auf einen ewigen Zustand eingerichtet. Ja, wenn das Reich baute, so baute man mit dem Hintergedanken des Aere Perennius. Wir, die wir nur die Melancholie der Ruinen kennen, können kaum jene ganz andersartige Melancholie der ewigen Bauten verstehen, gegen welche man sich zu retten suchen musste, wie es gehen wollte, zum Beispiel mit dem Leichtsinne Horazens. Andere suchten andere Trostmittel gegen die an Verzweiflung grenzende Müdigkeit, gegen das tötende Bewusstsein, dass alle Gedanken und Herzensgänge nunmehr ohne Hoffnung seien, dass überall die große Spinne sitze, dass sie unerbittlich alles Blut trinken werde, wo es auch noch quelle. Dieser jahrhundertalte, wortlose Hass der ermüdeten Zuschauer gegen Rom, soweit nur Rom herrschte, entlud sich endlich im Christentume, indem es Rom, die Welt und die Sünde
in eine Empfindung zusammenfasste. Man rächte sich an ihm, indem man den plötzlichen Untergang der Welt sich in der Nähe dachte. Man rächte sich an ihm, indem man wieder eine Zukunft vor sich stellte. Rom hatte alles zu seiner Vorgeschichte und Gegenwart zu machen gewusst. Und eine Zukunft, in Vergleich zu welcher Rom nicht mehr als das Wichtigste erschien. Man rächte sich an ihm, indem man vom letzten Gericht träumte. Und der gekreuzigste Jude als Symbol des Heils war der tiefste Spott auf die prachtvollen römischen Prätoren in der Provinz. Denn nun erschienen sie als die Symbole des Unheils und der zum Untergange reifen Welt. 72. Das nach dem Tode. Das Christentum fand die Vorstellung von Höllenstrafen im ganzen römischen Reiche vor. Über ihr haben die zahlreichen geheimen Kulte mit besonderem Wohlgefallen gebrütet, als über dem furchtbarsten Ei ihrer Macht. Epikur hatte für seinesgleichen nichts Größeres zu tun geglaubt, als die Wurzeln dieses Glaubens auszureißen. Sein Triumph, der am schönsten im Munde des düsteren und doch hell gewordenen Jüngers seiner Lehre, des Römers Lucretius, ausklingt, kam zu früh. Das Christentum nahm den bereits verwelkenden Glauben an die unterirdischen Schrecknisse in seinen besonderen Schutz und tat klug daran. Wie hätte es ohne diesen kühnen Griff ins volle Heidentum den Sieg über die Popularität der Mithras- und Isis-Kulte davontragen können? So brachte es die Furchtsamen auf seine Seite, die stärksten Anhänger eines neuen Glaubens. Die Juden als ein Volk, welches am Leben hing und hängt, gleich den Griechen und mehr als die Griechen, hatten jene Vorstellungen wenig ausgebaut. Der endgültige Tod als die Strafe des Sünders und niemals wieder auferstehen als äußerste Drohung. Das wirkte schon stark genug auf die sonderbaren Menschen, welche ihren Leib nicht loswerden wollten, sondern ihn mit ihrem verfeinerten Ägyptizismus in alle Ewigkeit zu retten hofften. Ein jüdischer Märtyrer, von dem im zweiten Buche der Makkabäer zu lesen ist, denkt nicht daran, auf seine herausgerissenen Eingeweide Verzicht zu leisten. Bei der Auferstehung will er sie haben. So ist es jüdisch. Den ersten Christen lag der Gedanke an ewige Qualen ganz fern. Sie dachten, vom Tode erlöst zu sein und erwarteten von Tag zu Tage eine Verwandlung und nicht mehr ein Sterben. Wie seltsam muss der erste Todesfall unter diesen Wartenden gewirkt haben. Wie mischten sich da Verwunderung, Frohlocken, Zweifel, Scham, Inbrunst, wahrlich ein Vorwurf für große Künstler. Paulus wusste nichts Besseres seinem Erlöser nachzusagen, als dass er den Zugang zur Unsterblichkeit für jedermann eröffnet habe. Er glaubte noch nicht an die Auferstehung der Unerlösten. Ja, infolge seiner Lehre vom unerfüllbaren Gesetze und vom Tode als Folge der Sünde, argwöhnt er, im Grunde sei bisher niemand oder sehr wenige und dann aus Gnade und ohne Verdienst unsterblich geworden. Jetzt erst beginne die Unsterblichkeit ihre Tore aufzutun. Und zuletzt seien auch für sie sehr wenige auserwählt. Wie der Hochmut des Auserwählten nicht unterlassen kann, hinzuzufügen. Anderwärts, wo der Trieb nach Leben nicht gleich groß war wie unter Juden und Judenchristen und die Aussicht auf Unsterblichkeit nicht ohne weiteres wertvoller erschien als die Aussicht auf einen endgültigen Tod, wurde jener heidnische
und doch auch nicht ganz unjüdische Zusatz von der Hölle ein erwünschtes Werkzeug in der Hand der Missionäre. Es erhob sich die neue Lehre, dass auch der Sünder und Unerlöste unsterblich sei. Die Lehre vom ewig Verdammten. Und sie war mächtiger als der nunmehr ganz verbleichende Gedanke vom endgültigen Tode. Erst die Wissenschaft hat ihn sich wieder zurückerobern müssen. Und zwar, indem sie zugleich jede andere Vorstellung vom Tode und jedes jenseitige Leben ablehnte. Wir sind um ein Interesse ärmer geworden. Das nach dem Tode geht uns nichts mehr an. Eine unsägliche Wohltat, welche nur noch zu jung ist, um als solche weit und breithin empfunden zu werden. Und von Neuem triumphiert Epikur. 73. Für die Wahrheit. Für die Wahrheit des Christentums sprach der tugendhafte Wandel der Christen, ihre Standhaftigkeit im Leiden, der feste Glaube und vor allem die Verbreitung und das Wachstum trotz aller Trübsal. So redet ihr auch heute noch. Es ist zum Erbarmen. So lernt doch, dass dies alles nicht für und nicht gegen die Wahrheit spricht, dass die Wahrheit anders bewiesen wird als die Wahrhaftigkeit und das Letztere durchaus kein Argument für die Erstere ist. 74. Christlicher Hintergedanke. Sollte dies nicht der gewöhnlichste Hintergedanke des Christen des ersten Jahrhunderts gewesen sein? Es ist besser, sich seine Schuld einzureden, als seine Unschuld. Denn man weiß nicht genau, wie ein so mächtiger Richter gesinnt ist. Fürchten aber muss man, dass er lauter Schuldbewusste zu finden hofft. Bei seiner großen Macht wird er leichter einen Schuldigen begnadigen, als zugestehen, dass einer vor ihm im Rechte sei. So empfanden die armen Leute in der Provinz vor dem römischen Prätor. Er ist zu stolz, als dass wir unschuldig sein dürften. Wie sollte sich nicht gerade diese Empfindung bei der christlichen Vergegenwärtigung des höchsten Richters wieder eingestellt haben? 75. Nicht europäisch und nicht vornehm. Es ist etwas Orientalisches und etwas Weibliches im Christentum. Das verrät sich in dem Gedanken, wen Gott lieb hat, den züchtigt er. Denn die Frauen im Orient betrachten Züchtigungen und strenge Abschließung ihrer Person gegen die Welt als ein Zeichen der Liebe ihres Mannes und beschweren sich, wenn diese Zeichen ausbleiben. 76. Böse denken heißt böse machen. Die Leidenschaften werden böse und tückisch, wenn sie böse und tückisch betrachtet werden. So ist es dem Christentum gelungen, aus Eros und Aphrodite, großen idealfähigen Mächten, höllische Kobolde und Druckgeister zu schaffen, durch die Martern, welche es in dem Gewissen der Gläubigen bei allen geschlechtlichen Erregungen entstehen ließ. Ist es nicht schrecklich, notwendige und regelmäßige Empfindungen zu einer Quelle des inneren Elends zu machen und dergestalt das innere Elend bei jedem Menschen notwendig und regelmäßig machen zu wollen? Noch dazu bleibt ein geheim gehaltenes und dadurch tiefer wurzelndes Elend. Denn nicht alle haben den Mut Shakespeares, ihre christliche Verdüsterung in diesem Punkte so zu bekennen, wie er es in seinen Sonetten getan hat. Muss denn etwas, gegen das man zu kämpfen, das man in Schranken halten oder sich unter Umständen ganz aus dem Sinne zu schlagen hat, immer böse heißen? Ist es nicht gemeiner Seelenart, sich einen Feind
immer böse zu denken? Und darf man Eros einen Feind nennen? An sich ist den geschlechtlichen wie den mitleidenden und anbetenden Empfindungen gemeinsam, dass hier der eine Mensch durch sein Vergnügen einen anderen Menschen wohltut. Man trifft derartig wohlwollende Veranstaltungen nicht so häufig in der Natur. Und gerade eine solche verlästern und sie durch das böse Gewissen verderben. Die Zeugung des Menschen mit dem bösen Gewissen verschwistern. Zuletzt hat diese Verteufelung des Eros einen Komödienausgang bekommen. Der Teufel Eros ist allmählich den Menschen interessanter als alle Engel und Heiligen geworden, dank der Munkelei und Geheimtuerei der Kirche in allen erotischen Dingen. Sie hat bewirkt, bis in unsere Zeiten hinein, dass die Liebesgeschichte das einzige wirkliche Interesse wurde, dass allen Kreisen gemein ist, in einer dem Altertum unbegreiflichen Übertreibung, der später einmal auch noch das Gelächter nachfolgen wird. Unsere ganze Dichterei und Denkerei, vom größten bis zum niedrigsten, ist durch die ausschweifende Wichtigkeit, mit der die Liebesgeschichte darin als Hauptgeschichte auftritt, gezeichnet und mehr als gezeichnet. Vielleicht, dass ihrethalben die Nachwelt urteilt, auf der ganzen Hinterlassenschaft der christlichen Kultur liege etwas Kleinliches und Verrücktes. Siebenundsiebzigstens. Von den Seelenmartern. Bei irgendwelchen Martern, die einer einem fremden Leibe zufügt, schreit jetzt jedermann laut auf. Die Empörung gegen einen Menschen, der dessen fähig ist, bricht sofort los. Ja, wir zittern schon bei der Vorstellung einer Marter, welche einem Menschen oder Tiere zugefügt werden könnte, und leiden ganz unerträglich von einer fest bewiesenen Tatsache dieser Art zu vernehmen. Aber man ist noch weit entfernt in Betreff der Seelenmartern und der Entsetzlichkeit ihrer Zufügung ebenso allgemein und bestimmt zu empfinden. Das Christentum hat sie in einem unerhörten Maße zur Anwendung gebracht und predigt diese Art Folter noch fortwährend. Ja, es klagt ganz unschuldig über Abfall und Lauwerden, wenn es einen Zustand ohne solche Martern antrifft. Alles mit dem Ergebnis, dass die Menschheit sich gegen den geistigen Feuertod, die geistigen Foltern und Folterwerkzeuge heute noch mit der gleichen ängstlichen Geduld und Unentschlossenheit benimmt, wie ehemals gegen die Grausamkeit am Leibe von Mensch und Tier. Die Hölle ist wahrlich kein bloßes Wort geblieben. Und den neu geschaffenen, wirklichen Höllenängsten hat auch eine neue Gattung des Mitleidens entsprochen. Ein grässliches, zentnerschweres, früheren Zeiten unbekanntes Erbarmen mit solchen unwiderruflich zur Hölle Verdammten, wie es zum Beispiel der steinerne Gast gegen Don Juan zu erkennen gibt und welches in den christlichen Jahrhunderten wohl zum Öfteren schon Steine zum Wehklagen gebracht hat. Plutarch gibt ein düsteres Bild vom Zustand eines Abergläubischen innerhalb des Heidentums. Dies Bild wird harmlos, wenn man den Christen des Mittelalters dagegen hält, welcher mutmaßt, er möchte der ewigen Qual nicht mehr entrinnen können. Ihm zeigen sich entsetzliche Ankündiger. Vielleicht ein Storch, der eine Schlange im Schnabel hält und noch zögert, sie zu verschlucken. Oder die Natur wird plötzlich bleich. Oder es fliegen glühende Farben über den Boden hin. Oder die Gestalten von verstorbenen Anverwandten nahen, mit Gesichtern, welche Spuren furchtbarer Leiden tragen.
oder die dunklen Wände im Zimmer des Schlafenden erhellen sich und auf ihnen zeigen sich in gelbem Qualme Marterwerkzeuge und ein Gewirr von Schlangen und Teufeln. Ja, welche entsetzliche Stätte hat das Christentum schon dadurch aus der Erde zu machen gewusst, dass es überall das Kruzifix aufrichtete und dergestalt die Erde als den Ort bezeichnete, wo der Gerechte zu Tode gemartert wird. Und wenn die Gewalt großer Bußprediger einmal all das heimliche Leiden der Einzelnen, die Marter des Kämmerleins, in die Öffentlichkeit trieb, wenn zum Beispiel ein Whitefield predigte, wie ein Sterbender zu sterben, bald heftig weinend, bald lautstampfend und leidenschaftlich, mit den einschneidendsten und plötzlichsten Tönen und ohne Scheu dafür, die ganze Wucht eines Angriffs auf eine einzelne anwesende Person zu richten und sie auf eine furchtbare Weise aus der Gemeinde auszusondern. Wie schien sich da jedes Mal die Erde wirklich in die Wiese des Unheils umwandeln zu wollen? Man sah dann ganze zusammengeströmte Massen, wie unter dem Anfall eines Wahnsinns. Viele in Krämpfen der Angst, andere lagen da, ohne Bewusstsein, bewegungslos. Einige zitterten heftig oder durchschnitten die Luft mit durchdringendem, stundenlang anhaltendem Geschrei. Überall ein lautes Atmen, wie von Leuten, die halb erwürgt nach Lebensluft schnappen. Und wirklich, sagt ein Augenzeuge einer solchen Predigt, waren fast alle zu Gehör gekommenen Laute diejenigen von Menschen, die in bitterster Qual sterben. Vergessen wir nie, wie erst das Christentum es war, das aus dem Sterbebett ein Marterbett gemacht hat. Und das mit den Szenen, welche auf ihm zeither gesehen wurden, mit den entsetzlichen Tönen, welche hier zum ersten Male möglich erschienen, die Sinne und das Blut zahlloser Zeugen für ihr Leben und das ihrer Nachkommen vergiftet worden sind. Man denke sich einen harmlosen Menschen, der es nicht verwinden kann, einmal solche Worte gehört zu haben. O Ewigkeit, o dass ich keine Seele hätte, o dass ich nie geboren wäre. Ich bin verdammt, verdammt, auf immer verloren. Vor 6 Tagen hättet ihr mir helfen können, aber es ist vorbei. Ich gehöre jetzt dem Teufel. Ich will mit ihm zur Hölle gehen. Brechet, brechet, arme, steinerne Herzen. Wollt ihr nicht brechen? Was kann noch mehr geschehen für steinerne Herzen? Ich bin verdammt, damit ihr gerettet werdet. Da ist er. Ja, da ist er. Komm, guter Teufel, komm. 78. Die strafende Gerechtigkeit. Unglück und Schuld. Diese beiden Dinge sind durch das Christentum auf eine Waage gesetzt worden, so dass, wenn das Unglück groß ist, das auf eine Schuld folgt, jetzt immer noch unwillkürlich die Größe der Schuld selber danach zurückbemessen wird. Dieses aber ist nicht antik. Und deshalb gehört die griechische Tragödie, in der so reichlich und doch in so anderem Sinne von Unglück und Schuld die Rede ist, zu den großen Befreierinnen des Gemüts, in einem Maße, wie es die Alten selber nicht empfinden konnten. Sie waren so harmlos geblieben, zwischen Schuld und Unglück keine adäquate Relation anzusetzen. Die Schuld ihrer tragischen Heroen ist wohl der kleine Stein, über welchen diese stolpern, und deswegen sie wohl den Arm brechen oder sich ein Auge ausschlagen. Die antike Empfindung sagte dazu: Ja, er hätte etwas bedachtsamer und weniger übermütig seinen Weg machen sollen.
Aber erst dem Christentum war es vorbehalten zu sagen, hier ist ein schweres Unglück und hinter ihm muss eine schwere, gleich schwere Schuld verborgen liegen, ob wir sie schon nicht deutlich sehen. Empfindest du Unglücklicher nicht so, so bist du verstockt. Du wirst noch Schlimmeres zu erleben haben. Sodann gab es im Altertum wirklich noch Unglück, reines, unschuldiges Unglück. Erst im Christentum wird alles Strafe, wohlverdiente Strafe. Es macht die Fantasie des Leidenden auch noch leidend, sodass es bei allem Übelergehen sich moralisch verwerflich und verworfen fühlt. Arme Menschheit! Die Griechen haben ein eigenes Wort für die Empörung über das Unglück des Andern. Dieser Affekt war unter christlichen Völkern unstatthaft und hat sich wenig entwickelt. Und so fehlt ihnen auch der Name für diesen männlicheren Bruder des Mitleidens. 79. Ein Vorschlag. Wenn unser Ich nach Pascal und dem Christentume immer hassenswert ist, wie dürften wir es auch nur gestatten und annehmen, dass andere es liebten, sei es Gott oder Mensch? Es wäre wieder allen guten Anstand, sich lieben zu lassen und dabei recht wohl zu wissen, dass man nur Hass verdiene, um vom anderen abwehrenden Empfindungen zu schweigen. Aber dies ist eben das Reich der Gnade. So ist euch eure Nächstenliebe eine Gnade, euer Mitleid eine Gnade? Nun, wenn euch dies möglich ist, so tut noch einen Schritt weiter. Liebt euch selber aus Gnade, dann habt ihr euren Gott gar nicht mehr nötig. Und das ganze Drama vom Sündenfall und Erlösung spielt sich in euch selber zu Ende. 80. Der mitleidige Christ. Die Kehrseite des christlichen Mitleidens am Leiden des Nächsten ist die tiefe Beargwöhnung aller Freude des Nächsten, seiner Freude an allem, was er will und kann. 81. Humanität des Heiligen. Ein Heiliger war unter die Gläubigen geraten und konnte ihren beständigen Hass auf die Sünde nicht mehr aushalten. Zuletzt sagte er: Gott hat alle Dinge geschaffen, nur die Sünde nicht. Was Wunder, dass er ihr nicht gewogen ist. Aber der Mensch hat die Sünde geschaffen, und er sollte dies sein einziges Kind verstoßen, bloß weil es Gott, dem Großvater der Sünde, missfällt. Ist das human? Alle Ehre dem, dem Ehre gebührt. Aber Herz und Pflicht sollten doch zuerst für das Kind sprechen und zu zweit erst für die Ehre des Großvaters. 82. Der geistliche Überfall. Das musst du mit dir selber ausmachen, denn es gilt dein Leben. Mit diesem Zurufe springt Luther heran und meint, wir fühlten uns das Messer an den Hals gelegt. Wir aber wehren ihn mit den Worten eines Höheren und Bedachtsameren von uns ab. Es steht bei uns, über dies und das keine Meinung zu bilden und so unserer Seele die Unruhe zu ersparen. Denn die Dinge selbst können ihrer Natur nach uns keine Urteile abnötigen. 83. Arme Menschheit. Ein Tropfen Blut zu viel oder zu wenig im Gehirn kann unser Leben unsäglich elend und hart machen. Dass wir mehr an diesem Tropfen zu leiden haben als Prometheus an seinem Geier. Aber zum Schrecklichsten kommt es erst, wenn man nicht einmal weiß,
dass jener Tropfen die Ursache ist, sondern der Teufel oder die Sünde. 84. Die Philologie des Christentums. Wie wenig das Christentum den Sinn für Redlichkeit und Gerechtigkeit erzieht, kann man ziemlich gut nach dem Charakter der Schriften seiner Gelehrten abschätzen. Sie bringen ihre Mutmaßungen so dreist vor wie Dogmen und sind über der Auslegung einer Bibelstelle selten in einer redlichen Verlegenheit. Immer wieder heißt es: Ich habe Recht, denn es steht geschrieben. Und nun folgt eine unverschämte Willkürlichkeit der Auslegung, dass ein Philologe, der es hört, mitten inzwischen Ingrimm und Lachen stehen bleibt und sich immer wieder fragt: Ist es möglich? Ist dies ehrlich? Ist es auch nur anständig? Was in dieser Hinsicht immer noch auf protestantischen Kanzeln an Unredlichkeit verübt wird, wie plump der Prediger den Vorteil ausbeutet, dass ihm hier niemand ins Wort fällt, wie hier die Bibel gezwickt und gezwackt und die Kunst des Schlechtlesens dem Volke in aller Form beigebracht wird, das unterschätzt nur der, welcher nie oder immer in die Kirche geht. Zuletzt aber, was soll man von den Nachwirkungen einer Religion erwarten, welche in den Jahrhunderten ihrer Begründung jenes unerhörte philologische Possenspiel um das Alte Testament aufgeführt hat? Ich meine den Versuch, das Alte Testament den Juden unter dem Leibe wegzuziehen, mit der Behauptung, es enthalte nichts als christliche Lehren und gehöre den Christen als dem wahren Volke Israel, während die Juden es sich nur angemaßt hätten. Und nun ergab man sich einer Wut der Ausdeutung und Unterschiebung, welche unmöglich mit dem guten Gewissen verbunden gewesen sein kann. Wie sehr auch die jüdischen Gelehrten protestierten, überall sollte im Alten Testament von Christus und nur von Christus die Rede sein. Überall namentlich von seinem Kreuze, und wo nur ein Holz, eine Rute, eine Leiter, ein Zweig, ein Baum, eine Weide, ein Stab genannt wird, da bedeutet dies eine Prophezeiung auf das Kreuzesholz. Selbst die Aufrichtung des Einhorns und der ehernen Schlange, selbst Moses, wenn er die Arme zum Gebet ausbreitet, ja selbst die Spieße, an denen das Passachlamm gebraten wird, alles Anspielungen und gleichsam Vorspiele des Kreuzes. Hat dies jemals jemand geglaubt, der es behauptete? Man erwäge, dass die Kirche nicht davor erschrak, den Text der Septuaginta zu bereichern, zum Beispiel bei Psalm 96, 5,10. Um die eingeschmuggelte Stelle nachher im Sinne der christlichen Prophezeiung auszunutzen. Man war eben im Kampfe und dachte an die Gegner und nicht an die Redlichkeit. 85. Feinheit im Mangel. Spottet nur nicht über die Mythologie der Griechen, weil sie so wenig eurer tiefsinnigen Metaphysik gleicht. Ihr solltet ein Volk bewundern, das seinem scharfen Verstande hier gerade Halt gebot und lange Zeit Takt genug hatte, der Gefahr der Scholastik und des spitzfindigen Aberglaubens auszuweichen. 86. Die christlichen Interpreten des Leibes. Was nur immer von dem Magen, den Eingeweiden, dem Herzschlage, den Nerven, der Galle, dem Samen herkomme. Alle jene Verstimmungen, Entkräftungen, Überreizungen, die ganze Zufälligkeit der uns so unbekannten Maschine. Alles das muss ein Christ wie Pascal
als ein moralisches und religiöses Phänomen nehmen. Mit der Frage, ob Gott oder Teufel, ob gut oder böse, ob Heil oder Verdammnis darin ruhen. Oh, über den unglücklichen Interpreten, wie er sein System winden und quälen muss, wie er sich selber winden und quälen muss, um Recht zu behalten. 87. Das sittliche Wunder. Das Christentum kennt im Sittlichen nur das Wunder, die plötzliche Veränderung aller Werturteile, das plötzliche Aufgeben aller Gewohnheiten, die plötzliche, unwiderstehliche Neigung zu neuen Gegenständen und Personen. Es fasst dieses Phänomen als die Wirkung Gottes und nennt es den Akt der Wiedergeburt. Es gibt ihm einen einzigen unvergleichlichen Wert. Alles, was sonst Sittlichkeit heißt und ohne Bezug zu jenem Wunder ist, wird dem Christen damit gleichgültig. Ja, vielleicht sogar als Wohlgefühl, Stolzgefühl, ein Gegenstand der Furcht. Im Neuen Testament ist der Kanon der Tugend des erfüllten Gesetzes aufgestellt. Aber so, dass es der Kanon der unmöglichen Tugend ist. Die sittlich noch strebenden Menschen sollen sich im Angesicht eines solchen Kanons ihrem Ziele immer ferner fühlen lernen. Sie sollen an der Tugend verzweifeln und sich endlich dem Erbarmen ans Herz werfen. Nur mit diesem Abschlusse konnte das sittliche Bemühen bei einem Christen noch als wertvoll gelten. Vorausgesetzt also, dass es immer ein erfolgloses, unlustiges, melancholisches Bemühen bleibe. So konnte es noch dazu dienen, jene ekstatische Minute herbeizuführen, wo der Mensch den Durchbruch der Gnade und das sittliche Wunder erlebt. Aber notwendig ist dieses Ringen nach Sittlichkeit nicht, denn jenes Wunder überfällt nicht selten gerade den Sünder, wenn er gleichsam vom Aussatze der Sünde blüht. Ja, es scheint selber der Sprung aus der tiefsten und gründlichsten Sündhaftigkeit in ihr Gegenteil etwas Leichteres und, als sinnfälliger Beweis des Wunders, auch etwas Wünschbares zu sein. Was übrigens ein solcher plötzlicher, vernunftloser und unwiderstehlicher Umschlag, ein solcher Wechsel von tiefstem Elend und tiefstem Wohlgefühl physiologisch zu bedeuten habe, ob vielleicht eine maskierte Epilepsie. Das mögen die Irrenärzte erwägen, welche ja dergleichen Wunder, zum Beispiel als Mondmanie, Manie des Selbstmordes, reichlich zu beobachten haben. Der verhältnismäßig angenehmere Erfolg im Falle des Christen macht keinen wesentlichen Unterschied. 88. Luther, der große Wohltäter. Das Bedeutendste, was Luther gewirkt hat, liegt in dem Misstrauen, welches er gegen die Heiligen und die ganze christliche Vita Contemplativa geweckt hat. Seitdem erst ist der Weg zu einer unchristlichen Vita Contemplativa in Europa wieder zugänglich geworden und der Verachtung der weltlichen Tätigkeit und der Laien ein Ziel gesetzt. Luther, der ein wackerer Bergmannssohn blieb, als man ihn ins Kloster gesperrt hatte und hier in Ermangelung anderer Tiefen und Teufen in sich einstieg und schreckliche dunkle Gänge bohrte, er merkte endlich, dass ein beschauliches heiliges Leben ihm unmöglich sei und dass seine angeborene Aktivität in Seele und Leib ihn zugrunde richten werde. Allzu lange versuchte er mit Kasteiungen den Weg zum Heiligen zu finden. Endlich fasste er seinen Entschluss und sagte bei sich: Es gibt gar keine wirkliche Vita Contemplativa.
Wir haben uns betrügen lassen. Die Heiligen sind nicht mehr wert gewesen als wir alle. Das war freilich eine bäuerische Art, Recht zu behalten, aber für Deutsche jener Zeit die rechte und einzige. Wie erbaute er sie, nun in ihrem lutherischen Katechismus zu lesen? Außer den 10 Geboten gibt es kein Werk, das Gott gefallen könnte. Die gerühmten geistlichen Werke der Heiligen sind selbsterdachte. 89. Zweifel als Sünde. Das Christentum hat das Äußerste getan, um den Zirkel zu schließen und schon den Zweifel für Sünde erklärt. Man soll ohne Vernunft durch ein Wunder in den Glauben hineingeworfen werden und nun in ihm wie im hellsten und unzweideutigsten Elemente schwimmen. Schon der Blick nach einem Festlande, schon der Gedanke, man sei vielleicht nicht zum Schwimmen allein da, schon die leise Regung unserer amphibischen Natur ist Sünde. Man merke doch, dass damit die Begründung des Glaubens und alles Nachdenken über seine Herkunft ebenfalls schon als sündhaft ausgeschlossen sind. Man will Blindheit und Taumel und einen ewigen Gesang über den Wellen, in denen die Vernunft ertrunken ist. 90. Egoismus gegen Egoismus. Wie viele schließen immer noch: Es wäre das Leben nicht auszuhalten, wenn es keinen Gott gäbe. Oder, wie es in den Kreisen der Idealisten heißt, es wäre das Leben nicht auszuhalten, wenn ihm die ethische Bedeutsamkeit seines Grundes fehlte. Folglich müsse es einen Gott oder eine ethische Bedeutsamkeit des Daseins geben. In Wahrheit steht es nur so, dass, wer sich an diese Vorstellungen gewöhnt hat, ein Leben ohne sie nicht wünscht. Dass es also für ihn und seine Erhaltung notwendige Vorstellungen sein mögen, aber welche Anmaßung zu dekretieren, dass alles, was für meine Erhaltung notwendig ist, auch wirklich da sein müsse. Als ob meine Erhaltung etwas Notwendiges sei. Wie, wenn andere umgekehrt empfänden, wenn sie gerade unter den Bedingungen jener beiden Glaubensartikel nicht leben möchten und das Leben dann nicht mehr lebenswert fänden. Und so steht es jetzt. 91. Die Redlichkeit Gottes. Ein Gott, der allwissend und allmächtig ist und der nicht einmal dafür sorgt, dass seine Absicht von seinen Geschöpfen verstanden wird. Sollte das ein Gott der Güte sein, der die zahllosen Zweifel und Bedenken fortbestehen lässt, Jahrtausende lang, als ob sie für das Heil der Menschheit unbedenklich wären, und der doch wieder die entsetzlichsten Folgen bei einem sich Vergreifen an der Wahrheit in Aussicht stellt? Würde es nicht ein grausamer Gott sein, wenn er die Wahrheit hätte und es ansehen könnte, wie die Menschheit sich jämmerlich um sie quält? Aber vielleicht ist es doch ein Gott der Güte, und er konnte sich nur nicht deutlicher ausdrücken. So fehlte es ihm vielleicht an Geist dazu oder an Beredsamkeit. Umso schlimmer. Dann irrte er sich vielleicht auch in dem, was er seine Wahrheit nennt. Und er ist selber dem armen, betrogenen Teufel nicht so fern. Muss er denn nicht beinahe Höllenqualen ausstehen, seine Geschöpfe um seiner Erkenntnis willen so und in alle Ewigkeit fort noch schlimmer leiden zu sehen und nicht raten und helfen zu können, außer wie ein Taubstummer, der allerhand vieldeutige Zeichen macht, wenn seinem Kinde oder Hunde die schrecklichste Gefahr auf dem Nacken sitzt?
Einem derartig schließenden und bedrängten Gläubigen wäre wahrlich zu verzeihen, wenn ihm das Mitleiden mit dem leidenden Gott näher läge, als das Mitleiden mit den Nächsten. Denn es sind nicht mehr seine Nächsten, wenn jener Einsamste, Uranfänglichste, auch der Leidendste, Trostbedürftigste von allen ist. Alle Religionen zeigen ein Merkmal davon, dass sie einer frühen, unreifen Intellektualität der Menschheit ihre Herkunft verdanken. Sie alle nehmen es erstaunlich leicht mit der Verpflichtung, die Wahrheit zu sagen. Sie wissen noch nichts von einer Pflicht Gottes, gegen die Menschheit wahrhaftig und deutlich in der Mitteilung zu sein. Über den verborgenen Geist und über die Gründe, sich so verborgen zu halten und immer nur halb mit der Sprache ans Licht zu kommen, ist niemand beredeter gewesen als Pascal, zum Zeichen, dass er sich nie darüber hat beruhigen können. Aber seine Stimme klingt so zuversichtlich, als ob er einmal mit hinter dem Vorhang gesessen hätte. Er hatte die Witterung einer Unmoralität in dem Deus absconditus und die größte Scham und Scheu davor, sich dies einzugestehen. Und so redete er wie einer, der sich fürchtet, so laut, als er konnte. 92. Am Sterbebette des Christentums. Die wirklich aktiven Menschen sind jetzt innerlich ohne Christentum und die mäßigeren und betrachtsameren Menschen des geistigen Mittelstandes besitzen nur noch ein zurechtgemachtes, nämlich ein wunderlich vereinfachtes Christentum. Ein Gott, der in seiner Liebe alles so fügt, wie es uns schließlich am besten sein wird. Ein Gott, der uns unsere Tugend wie unser Glück gibt und nimmt, so dass es im Ganzen immer recht und gut zugeht und kein Grund bleibt, das Leben schwer zu nehmen oder gar zu verklagen. Kurz, die Resignation und Bescheidenheit zur Gottheit erhoben. Das ist das Beste und Lebendigste, was vom Christentum noch übrig geblieben ist. Aber man sollte doch merken, dass damit das Christentum in einen sanften Moralismus übergetreten ist. Nicht sowohl Gott, Freiheit und Unsterblichkeit sind übrig geblieben, als Wohlwollen und anständige Gesinnung und der Glaube, dass auch im ganzen All Wohlwollen und anständige Gesinnung herrschen werden. Es ist die Euthanasie des Christentums. 93. Was ist Wahrheit? Wer wird sich den Schluss der Gläubigen nicht gefallen lassen, welchen sie gern machen? Die Wissenschaft kann nicht wahr sein, denn sie leugnet Gott. Folglich ist sie nicht aus Gott. Folglich ist sie nicht wahr, denn Gott ist die Wahrheit. Nicht der Schluss, sondern die Voraussetzung enthält den Fehler. Wie, wenn Gott eben nicht die Wahrheit wäre und eben dies bewiesen würde? Wenn er die Eitelkeit, das Machtgelüst, die Ungeduld, der Schrecken, der entzückte und entsetzte Wahn der Menschen wäre. 94. Heilmittel der Verstimmten. Schon Paulus meinte, ein Opfer sei nötig, damit die tiefe Verstimmung Gottes über die Sünde aufgehoben werde. Und seitdem haben die Christen nicht aufgehört, ihr Missbehagen über sich selber an einem Opfer auszulassen. Sei dies nun die Welt oder die Geschichte oder die Vernunft oder die Freude oder die friedliche Ruhe anderer Menschen. Irgendetwas Gutes muss für ihre Sünde sterben, wenn auch nur in Effigie.
95. Die historische Widerlegung als die endgültige. Ehemals suchte man zu beweisen, dass es keinen Gott gebe. Heute zeigt man, wie der Glaube, dass es einen Gott gebe, entstehen konnte und wodurch dieser Glaube seine Schwere und Wichtigkeit erhalten hat. Dadurch wird ein Gegenbeweis, dass es keinen Gott gebe, überflüssig. Wenn man ehemals die vorgebrachten Beweise vom Dasein Gottes widerlegt hatte, blieb immer noch der Zweifel, ob nicht noch bessere Beweise aufzufinden seien, als die eben widerlegten. Damals verstanden die Atheisten sich nicht darauf, reinen Tisch zu machen. 96. In hoc signo vinces. So vorgeschritten Europa auch sonst sein mag, in religiösen Dingen hat es noch nicht die freisinnige Naivität der alten Brahmanen erreicht. Zum Zeichen, dass in Indien vor 4 Jahrtausenden mehr gedacht wurde und mehr Lust am Denken vererbt zu werden pflegte, als jetzt unter uns. Jene Brahmanen nämlich glaubten erstens, dass die Priester mächtiger seien als die Götter und zweitens, dass die Bräuche es seien, worin die Macht der Priester begriffen liege, weshalb ihre Dichter nicht müde wurden, die Bräuche, Gebete, Zeremonien, Opfer, Lieder, Metren, als die eigentlichen Geber alles Guten zu preisen. Wie viel Dichterei und Aberglaube hier auch immer dazwischen gelaufen sein mag, die Sätze sind wahr. Einen Schritt weiter. Und man warf die Götter beiseite, was Europa auch einmal tun muss. Noch einen Schritt weiter. Und man hatte auch die Priester und Vermittler nicht mehr nötig. Und der Lehrer der Religion der Selbsterlösung, Buddha, trat auf. Wie ferne ist Europa noch von dieser Stufe der Kultur? Wenn endlich auch alle Bräuche und Sitten vernichtet sind, auf welche die Macht der Götter, der Priester und Erlöser sich stützt, wenn also die Moral im alten Sinne gestorben sein wird, dann kommt, ja, was kommt dann? Doch raten wir nicht herum, sondern sehen wir zunächst zu, dass Europa nachholt, was in Indien unter dem Volke der Denker schon vor einigen Jahrtausenden als Gebot des Denkens getan wurde. Es gibt jetzt vielleicht 10 bis 20 Millionen Menschen unter den verschiedenen Völkern Europas, welche nicht mehr an Gott glauben. Ist es zu viel gefordert, dass sie einander ein Zeichen geben? Sobald sie sich derartig erkennen, werden sie sich auch zu erkennen geben. Sie werden sofort eine Macht in Europa sein und, glücklicherweise, eine Macht zwischen den Völkern, zwischen den Ständen, zwischen Arm und Reich, zwischen Befehlenden und Unterworfenen, zwischen den unruhigsten und den ruhigsten, beruhigendsten Menschen.